das mit dem Glücksrad ist ja im Prinzip nur so ein Feigenblatt, den wir schweifen ja im Grunde nur ab. Das kann ich gut. Das hier ist die Nachmittagstalkshow der Webentwicklung und da muss halt dann die Richterin Barbara Salisch auch mal sagen, hier so, Laiendarsteller, lass mal krachen. Aber hey, es gibt ein ECMAScript-Proposal, auch diesen X-Mode, wo man das machen kann, in JavaScript einzufügen und das wäre super, weil dann wäre es noch besser lesbar als ohnehin schon. Da wolltest du mich jetzt auch mit provozieren, oder? Revision 615. Kennst du das auch? Du willst mit einer neuen Technologie starten, aber das Internet ist zu voll mit wirrem Content in verschiedenster Qualität? Du suchst kompaktes Wissen, was dich direkt produktiv macht, mit echter Erfahrung von Experten und Expertinnen, die für deine akuten Fragestellungen da sind? Dann solltest du mal im TrainerInnen-Netzwerk von workshops.de vorbeischauen. Hier findest du eine Community aus über 80 TrainerInnen, welche gemeinsam Material erstellen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbilden, um möglichst nachhaltige und hochqualitative Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es gibt sowohl Intensivschulungen über mehrere Tage, als auch Masterclasses, welche dich über einige Monate unterstützen. Bist du auf der Suche nach einer qualitativen Weiterbildung im Bereich Webentwicklung? Oder möchtest du dich selbst als Trainerin einbringen? Dann bist du bei workshops.de genau richtig. Schau einfach mal vorbei für alle Informationen. workshops.de. Wir freuen uns auf dich. Willkommen bei einer neuen Folge des Working Draft Podcast. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team, aus dem Hotel zugeschaltet, den Peter. Moin, moin. Ich bin aus einem viertelweiten Stromausfall zugeschaltet mit Hotspot, der Shep. Und da wir zu dritt sind, bedeutet das, wir haben wieder einen Gast. Und das ist heute der Hans-Christian Otto. Hi. Hi. Ich kann nur mit dem Internetausfall dienen. Strom habe ich noch. Ja, das ist auch gut. Alles zählt. Genau. Und wir wissen ja auch noch nicht, was noch kommt. Ne? Also Wir fangen ja gerade erst an. Du warst schon mal Gast bei uns. Ich glaube, wir haben damals über modernes PHP gesprochen, oder? Kann das sein? War das, ich finde es schön, dass das nicht mit einem sarkastischen Unterton von dir kam, dieses modernes PHP. Aber ja, ist absolut, absolut richtig. Wir haben über PHP gesprochen. Genau. Schon ein paar Jahre her, aber richtig. Da tut sich ja auch einiges und ich arbeite ja auch in einem PHP-Projekt, alles gut. Genau, am Ende ist das ja alles, was wir heute machen, auch nur dieser alte Wein in neuen Schläuchen, würde ich sagen. Also PHP, alles gut. Vielleicht erzählst du einmal noch kurz, bevor wir sagen, was wir heute machen, einfach nochmal rekapitulieren, wer du bist und was du so machst und wie du überhaupt hierher gekommen bist vielleicht. Sehr gerne. Also ich bin Christian oder voller Name Hans-Christian Otto. Wir hatten es gerade schon, dass es bei euch noch einen Hans-Christian und eine Frau Otto gäbe, mit der ich aber nicht verwandt bin. Ich bin enttäuscht, dass die beiden nicht da sind. Das wäre viel witziger gewesen. Ja, das wäre cool, das stimmt. Genau, mich nennt man aber Christian, nicht so wie den Hans-Christian aus eurem Team, den man Hans nennt. Ich bin schon seit vielen Jahren Softwareentwickler. Ich habe zu Hause ausgedruckten PHP-Code mit Syntax-Highlighting, der irgendwie von 2004 ist. Das heißt, vor 20 Jahren habe ich schon PHP geschrieben. Bin dann irgendwie 2007 aus Versehen Richtung JavaScript abgedriftet. Habe 2007 Single-Page-Applications entwickelt. Die haben wir damals Rich Internet-Applications genannt, aber eigentlich war es das Gleiche. Habe zwischendurch meine Entwicklungsabteilung geleitet, habe jetzt meine eigene Firma. Wir entwickeln für Kunden Softwareprojekte. Und habe ja die ein oder andere Erfahrung im Web gemacht. Habe eigentlich meiner Meinung nach relativ wenig Ahnung vom Web. Also wenn Peter irgendwie Dinge erzählt über wie das Web funktioniert, bin ich immer wieder überfordert. Also so insbesondere, was die Technologien im Browser anbelangt. Ich bin auch einer der Leute, die irgendwie seit über 10 Jahren JavaScript machen. Und
lange JavaScript nicht verstanden haben und lange HTML, was heißt lange? Ich kann bis heute weder HTML noch CSS wirklich gut. Komme aber trotzdem ganz gut zurecht. Mhm. Genau. Ja, aber ich würde, also mir ging's auch nicht viel anders. Ich finde das so ein bisschen so, wie wenn man so durch so eine Stadt sich bewegt, dann kennt man ja so ein paar Teile der Stadt und immer wundert man sich so, ach, hier komme ich raus, wenn ich aus der Straße, wenn ich da lang gehe, komme ich hier raus. So. Also so ging es mir dann letztlich auch. Und, genau, und ihr seht euch regelmäßig auf Konferenzen, ihr beiden, richtig? Und da habt ihr euch mal unterhalten und das, da ja. kamt ihr darauf, dass du ja schon länger nicht mehr da warst und da hat Peter dich einfach mal verhaftet. Ja, absolut richtig. Ich erinnere mich, du hast noch eine andere Frage gestellt. Ne? Ja, Peter und ich haben quatschen auf Konferenzen gerne mal und irgendwie haben wir dann über Working Draft geredet und irgendwie habe ich dann irgendwie geschafft, mich hier einzuschleichen. Oder er hat mich verhaftet, wie du willst. Können wir uns jetzt aussuchen, wer sich mir. Ich würde sagen, Peter hat dich verhaftet. Klar, Peter hat mich verhaftet. So kennen wir ihn. Ich würde sagen, wir haben uns wirklich dazu zusammengefunden und darauf geeinigt, das hier zu machen. Also die Nicole, die demnächst da ist, die habe ich wirklich verhaftet. Also da bin ich ja buchstäblich auf einer Konferenz an so einen Tisch getreten und habe so gesagt, ey, du, Podcast, weißt Bescheid. Ja. Ist es die gleiche Nicole, die dafür verantwortlich ist, dass du keinen Twitter-Account mehr hast? Das ist genau die Nicole, die dafür verantwortlich ist, dass du keinen Twitter-Account mehr hast. Das hast du sehr schön gemacht. Ja, nee, sie lief ja irgendwann durch eine Konferenz und hat irgendwann gesagt, wenn du jetzt deinen Twitter-Account löscht, hole ich dir ein Bier. Und wer kann da Nein sagen? Ja, für ein Bier kann man das ruhig mal machen. Ja. Darf ich nochmal auf das eingehen, was du gerade zu mit der Stadt und sowas gesagt hast? Ja, klar. Ich habe, während du das gesagt hast, auch drüber nachgedacht, es ist halt auch irgendwie legitim, dass man nicht alles kann, glaube ich. Klar. Und ich glaube, die Grenzen, die man da zieht, sind dann doch sehr individuell und sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass einfach die Grenzen, die ich ziehe, ganz komisch sind. Also wenn ich mir angucke, irgendwie, dass ich über Backend-Architekturen reden kann, irritierenderweise YAML-Dateien schreibe, die man dann in Kubernetes hochladen kann, React-Anwendungen bauen kann, TypeScript ganz gut verstehe, vielleicht nicht so Peter gut, aber kurz vor Peter, ist, glaube ich, die Skala, auf der man das bewertet. Dann ist auch okay, dass CSS nicht meine Stärke ist, würde ich so sagen. Ich glaube, das ist ja, nicht klar. Die klassische Trennung, aber ich glaube, das ist auch schon okay. Ja, ich meine, das sind ja genau die Sachen, die ich zum Beispiel auch nicht mache. Und da bin ich auch immer heilfroh, dass es eben Leute gibt, die das machen. Und ich kann mich dann eben wirklich auf die ja immer noch zahlreichen Themen in der Webplattform, im Browser konzentrieren. Nee, das ist wohl richtig. Wenn du in einem Frontend-Umfeld bist, dann denkst du vielleicht so, Mensch, okay, ist jetzt irgendwie nicht so ganz mein Metier, aber andersrum, wenn ich da in so einem Haufen von Menschen wie dir herummeandern würde, würde ich ja genauso irgendwie denken, ist das denn alles richtig, dass ich das alles jetzt irgendwie nicht auf die Kette kriege? Das ist tatsächlich was ich heute auf meinem Workshop den Java-Leuten auch erzählt habe, die halt so auf der großen Java-Konferenz halt zu mir gekommen sind, wo ich so Webtechnologie als Fremdsprache mache und wo halt eben auch so eins von den wichtigen Dingern mir wirklich war, denen auch zu sagen, ihr könnt nicht euer Backend da komplett im Griff haben und alles im Frontend im Griff haben. Ich habe nicht mal das komplette Frontend im Griff. Der Typ einen Raum weiter erzählt was zu Next.js. Das habe ich probiert und ich bin dran gescheitert und dann ist halt eben auch okay so. Keiner kann alles können. Ja. Du hast halt deine Leute, die super im Backend sind, du hast Leute, die super im Frontend sind, dann hast du natürlich auch immer noch diese Schnittstellenmenschen, die also sozusagen die so ein bisschen Jack of all trades sind. Die sind ja sowas wie die Klebemasse zwischen den Spezialisten. Ja, und so funktioniert das halt als Team. Also deswegen alles gut. Jeder hat so seine Präferenzen und findet auch seinen Platz in Teams. Und wenn man sich halt zusammentut, so wie wir drei, dann kriegen wir möglicherweise sogar einen Podcast hin, wo die ganzen unterschiedlichen Expertisen und abgetrennten Bereiche vielleicht zu einem harmonischen Ganzen werden. Genau. Wir haben gedacht, dass wir, also wir haben kein konkretes Thema, außer eben über das Leben und das Internet und Technologie zu philosophieren natürlich. Und deswegen haben wir gedacht, da könnten wir unser Glücksrad mal wieder bemühen. Genau, jetzt müssen wir das eigentlich für dich, Christian, müssen wir das upgraden noch mit Daten aus php.net oder sowas. Na.
Wir können auch über Peters Next.js noch reden. Das, also wenn du noch php.net anbinden willst, dann bindest du noch Next.js an. Da rede ich dann auch mit dir noch drüber. Aber ja. Nee, aber könnte man nicht ein gutes PHP, sagen wir mal, Glücksrad machen, indem man einen random Kommentar aus der PHP-Dokumentation, gibt's das noch so, rauspickt ja. Und anzeigt? Da muss man raten, um welche Funktion das geht. Die PHP-Dokumentation ist ja irgendwie da so der Vorgänger von Stack Overflow. Leute posten Sachen drunter und es für immer verewigt, egal wie falsch es war. Die PHP-Doku ist toll, aber die Kommentare sind teilweise schon echt gefährlich. Heute haben wir dafür ChatGPT. Ja, die Kommentare sind halt SEO, glaube ich. Die sind, glaube ich, dafür ganz gut. Ja, aber nein, wir können auch das mit MDN spielen. Ich bin gut da drin, bei kompletter Ahnungslosigkeit kompetent zu wirken, glaube ich. Sehr gut. Ja, dann, das ist es. Genau, das ist eigentlich das A und O. Also, genau, wir haben eigentlich auch keine Ahnung. Wir tun nur so. So sieht's aus. Okay, dann wollen wir mal am Glücksrad drehen. Genau, habt ihr denn, oder Christian, hast du den Link schon offen? Mhm. Super. Ich bin ganz gespannt, was da passieren wird. Naja, du kannst es direkt mal ausprobieren. Du kannst unsere Glücksfee sein. Wir sind ja alle synchronisiert damit. Wirklich? Also ich drücke jetzt diesen Button und dann passiert bei euch auch was? Aha. Yep. Hoffentlich. Magie. Yep, da ist was passiert. Das ist gut. Das ist extrem gut. Das Popover-Attribut. Genau, das ist eines dieser fancy neuen Dinger, wofür Leute wie ich XJS einbinden und Leute wie Peter mir sagen, das gibt's doch vom Browser. Du hast es perfekt beschrieben. Ich werde genau diese Beschreibung stehlen und in meinem Talk übermorgen genauso verwenden. Okay. Ja, perfekt. Ja. Naja, gut. Also, ich kann es ja mal wirklich eben kurz zusammenfassen. Ist ja im Prinzip im Wesentlichen ein Mechanismus, um, Dinge über anderen Dingen anzuzeigen. Also, Popover heißt halt eben, ist normalerweise halt unsichtbar, bis es halt eben sichtbar wird. So ein bisschen vom Stil her wie ein Dialog, nur halt eben für andere Use Cases, die halt nicht wirklich so ein Dialog-Pop-Up-Fenster sind. Ich würde halt wirklich sagen, ist so kleines Geschwisterkind zum Dialog. So würde ich das framen. Shep, was meinst du? Ja, genau. Und eben mit der Möglichkeit, das Triggern eben rein per Markup irgendwie zu verdrahten. Das geht ja bei dem Dialog-Element nicht. Da musst du ja immer ein Show oder Show-Modal machen, was ich ein bisschen schade finde. Naja, du könntest theoretisch auch das Content-Attribut toggeln, ne? Es gibt ja ein Content-Attribut Open und das kannst du toggeln. Ach so, ja, das würde auch gehen. Aber es geht halt nicht ohne JavaScript. Richtig, also du kannst halt irgendwie so einen, du kannst halt so ein Fake-DOM-Diffing machen, wenn du irgendwie hier, wie heißt das Teil, das so Gehirnstörung. Also wo du ganz normal einen Page-Request machst, aber wo der Page-Request verajaxed wird, geparsed wird und dann macht dann DOM-Diff darauf. Hyper irgendwas. Dieses HTMX oder was? Nee, ich weiß aber nicht, ob das nicht das auch kann. Nee, aber es gibt doch irgendwie was. Gott, wie heißt das nochmal? Ich bin also auch bei HTMX. Also ich habe keine Ahnung. Was, wo du so ein ganz normales serverseitiges Zeug hast, aber dann macht er halt eben, wenn du auf den Link klickst, irgendwelche JavaScript-Upgrade-Magie. Ja, also, okay, so Turbolink-Style. Turbolink, das war's, genau. Genau, aber gibt's ja dann quasi jede Programmiersprache oder jedes Framework hat das ja dann in mit seiner Benamung am Start. Ja, klar, das kannst du natürlich machen. Ich hab eine Frage an euch, die Experten. Peter und ich haben es gerade in der Vorbesprechung schon gehabt, mit dass Browser ja unterschiedlichen Support für Dinge haben. Und weil ich ja keine Ahnung habe, worüber wir reden, habe ich sofort dann MDN aufgemacht. Ich weiß nicht, wie legal das ist, das müsst ihr mir gleich erzählen. Da steht halt direkt, dass Firefox das nicht supportet. Was jetzt für mich überraschend kommt, also Chromium, Edge, Haken dran, klar, Safari anscheinend, aber Firefox nicht. Ja. Das ist große Irritation für mich, aber ich wollte ja eine Frage an Experten stellen. Gibt es denn da für sowas üblicherweise Polyfills, dass ich das halt trotzdem benutzen kann und dann so ein 3 Zeilen JavaScript einbinde und dann tut das alles, wie es soll? Also erstmal muss ich sagen, stimmt nicht ganz. Der Firefox kann das ab Version 125 und die müsste eigentlich seit ein paar Tagen die aktuelle sein. Also bei MDN steht, dass das immer noch quasi experimental ist. Also ja, ja.
Aber oder? ich habe die Demos tatsächlich im Zug, weil ich viel Zeit hatte, verfeinert und habe halt festgestellt, das muss ich gar nicht in Chrome präsentieren. Kann ich im Firefox machen, weil ab der 125 das live gegangen ist. Das steht noch da, aber ja, ist halt, glaube ich, so nicht aktuell. Warte mal, ich fahre eben meine Demo hoch. Aber du hast nicht irgendwie so eine Developer-Version vom Firefox, die dann irgendwelche Sachen schon freigeschaltet hat, so Preview-Sachen und so? Feldwald und Wiesen, normaler Firefox. Okay. Also ich gebe zu, dass wenn ich mir die Browser-Compatibility unten angucke, ich das da auch rausinterpretieren könnte, was du gerade sagst. Mhm. Aber komplett überzeugt, dass du recht hast, bin ich nicht. Warte mal, hier, About Firefox. Ganz normal Firefox vor bla 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 Version 125.0. Vor Developers? Nee, vor hier, Tuxedo, mein Laptop-Vendor. Ich war zu faul, das Ubuntu runterzuwerfen. Aufregend. Ja, nee, das geht, das kann ich also aus eigener Erfahrung bestätigen, das läuft im Firefox und ist damit jetzt wirklich überall zum Einsatz befähigt. Mhm. Also ich würde meine Frage trotzdem nochmal wiederholen wollen. Also nehmen wir mal an, wir würden vor 4 Wochen sprechen. Mhm. Und das wäre jetzt im Firefox noch nicht drin. Wären das so Dinge, für die es Polyfills gibt üblicherweise? Also sowas ist eigentlich gut polyfillbar. Modulo Top-Layer, ne? Ja, genau. Also, aber im Grunde, genau, Top-Layer, das ist, also der Peter spricht das an, das ist so ein bisschen schwierig zu polyfillen, weil das im Prinzip sowas ist wie so ein, wie so eine Joker-Layer, die so nochmal über allem drüber liegt. Vielleicht so ein bisschen wie bei React und Co., vielleicht so diese Portal-Geschichten. Sodass du quasi, also dass Dinge, die da reinwandern, immer über allem anderen liegt und du halt nicht dieses Kacke, jetzt wird das wieder von dem verdeckt, so diese Z-Index-Geschichten, diese Probleme hast. Aber man könnte ja zum Beispiel hingehen und das Dialog-Element dafür zweckentfremden für seinen Polyfill. Das gibt's ja in allen Browsern. Das nutzt ebenfalls die Top-Layer und ähnelt dem Pop-Over im Grunde ziemlich stark. Ich weiß gar nicht, gibt's, also das Dialog-Element kann ja quasi als Modal arbeiten, sodass es quasi den Hintergrund komplett blockiert und man nur noch mit dem Modal interagieren kann oder eben einfach nur als Dialog-Element. Ist da denn semantisch ein Riesenunterschied, Peter, zwischen Popover und dem Dialog-Element als, also wenn es nicht ein Modal ist? Ich bin jetzt gerade, was die Semantik vom Dialog-Element angeht, da jetzt auf dem falschen Fuße erwischt. Das kann ich jetzt aus dem Stand nicht sagen, ob es da einen semantischen Unterschied gibt. Ich würde jetzt annehmen, dass schon, weil ich meine, Dialog ist halt eben ein eigener HTML-Tag. Und da kann man natürlich von ausgehen, dass das irgendwie eine eigene Semantik übergeholfen bekommen hat. So, HTML-Spezifikationen haben geladen. The Dialog-Element, lass mal gucken. Düdeldüdeldü, represents a transitionary part of an application. Ne? Also hat halt schon eine semantische Bedeutung, ist halt wirklich ein Dialog im Sinne von, da poppt was auf, das lese ich, nehme es zur Kenntnis, fülle ein Formular aus und dann geht's auch wieder weg. Also für diesen speziellen temporären Use Case ist das schon gedacht. Und so ja, es zieht auch den Fokus auf sich, ne? Das ist bei dem Popover nicht unbedingt der Fall. Ja, das ist jetzt ja keine Semantikfrage, ne? Aber das tut's natürlich und du kannst halt generell mit einem Dialog noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel, du hast ja Form Action tatsächlich ja auch Dialog, das ist sozusagen der Modaldialog durch das Absenden eines Formulars dann einen Wert repräsentiert bzw. geschlossen werden kann. Und so Sachen. Also ich würde tatsächlich sagen, irgendwie, du könntest ein Popover mithilfe des Dialog-Elements implementieren, aber wenn ich jetzt eine Hierarchie auf grüner Wiese entwerfen würde, würde ich einen Dialog eher als Spezialisierung von Popover verstehen. Ja, weil das macht halt, das Popover macht ja generell, ist sichtbar, ist nicht sichtbar, ist im Top-Layer, ist nicht im Top-Layer und Dialog macht das alles, plus halt die extra Features, Focus-Trap, Formular, sowas in der Richtung. So würde ich das charakterisieren. Ja. Ich habe geguckt, es gibt von Oddbird, das ist die Bude, wo auch die Miriam Suzanne arbeitet, die ja viele dieser neuen Webstandards vorantreibt, die haben Polyfill dafür geschrieben. Das ist dann ja schon schön. Das ist für mich immer so bei diesen ganzen neuen Web-APIs dann doch immer wieder der entscheidende Faktor irgendwie. Kann ich das einsetzen, auch wenn nicht alle meine User die allerneuesten Browser haben? Ja.
Ja, das passiert ja dann doch öfters, als man denkt. Ne? Ja, also auch wenn es in den aktuellen Versionen supportet, das heißt es ja dann doch nicht, dass alle User das wirklich unterstützen. Mhm. Ich hatte letztens auch einen interessanten Fall, hat ein Kunde wollte dieses Projekt, an dem ich arbeite, unbedingt auf einer PlayStation 4 öffnen. Und das ist ein WebKit-Browser. Also vom User-Agent-String ist das ein relativ aktueller Safari und trotzdem ging das bei dem nicht. Dann habe ich mir so eine gebrauchte PlayStation 4 bei hier Backmarket einfach bestellt. Oh nein, um das mal selber auszuprobieren. Du musstest dir leider eine PlayStation als Geschäftsausgabe kaufen. Naja, eine PlayStation 4. Also die ist ja nur noch so mittelmäßig aufregend, sage ich jetzt mal. Also ganz ehrlich, das reicht immer noch, um sozusagen ein besseres User-Interface für ein grauseliges Smart-TV zu sein. Ja, das schon. Was? Ich meine, das Smart-TV muss nur grauselig genug sein, dass die PlayStation 4 besser ist. Und bei Smart-TVs wissen wir, da ist die Niveauskala nach unten hin offen. Aber die PlayStation 4 kann schon mal kein 4K. Das ist schon mal so ein bisschen ein Downer. Du scheinst echt keine Ahnung davon zu haben, wie grauselig Fernseher heutzutage noch sein können. Hol dir doch mal einen neuen. Du musst doch nicht den von deiner Oma weiter benutzen. Wenn es nach mir geht, hätten wir gar keinen. Aber, weißt du? Die Katzen brauchen einen. Du lachst, aber tatsächlich, wenn du den richtigen YouTube-Kanal, wenn du das richtige Katzen-TV rausfindest, dann kann das bei einigen Persönlichkeitsstrukturen bei den Vierbeinern tatsächlich eine okaye Parkmöglichkeit sein. Wenn wir bei Anekdötchen zu schlimm, ich beende das Katzenthema einfach. Ich hoffe, das ist okay. Also ich könnte auch über meine Katzen reden, aber ich fände das unfair, ich habe keine Katzen. Ist ein Fehler. Ich wollte nicht weiter. Viele Singvögel hier. Das ist ja auch gut. Wenn man die mit Katzen kombiniert, wird auch witzig. Geschichten über Browser. Also man hat nicht immer die neuesten Browser, sondern manchmal auch eine PlayStation 4. Ich erinnere mich da sehr an einen Kunden von uns, die irgendwie einen Online-Shop haben, der irgendwie mehrere hundert Millionen Umsatz im Jahr macht. Und die dann irgendwann, ich glaube, Internet Explorer 11 nicht mehr supporten wollten oder sowas in der Richtung. Und weil das sind ja nur 0,7% von deren Traffic. Ich habe dann kurz Mathe gemacht. Meint so, wenn ihr wollt, supporte ich den für euch, wenn ich die Millionen an Umsatz dann mitnehmen kann irgendwie. Das ist so immer wieder was, wo ich, wenn man darüber redet, hey, aber die Browser werden mittlerweile dann doch ziemlich aktuell gehalten. Manchmal spielen halt auch die 0,5% eine Rolle, ne? Also das mit der PlayStation war jetzt so eine Situation, die ich noch nicht kannte. Aber manchmal spielen alte Endgeräte dann doch auch eine Rolle. Und manchmal machen solche Leute ja auch Umsatz. Also ich meine, wie viele Leute sitzen im Büro als Manager an einem 30 Jahre alten Computer und kaufen da für viel Geld online Dinge? Ja. Die spielen ja auch eine Rolle. Naja, definitiv. Naja, entweder das oder du hast halt tatsächlich irgendwie so als Zielgruppe tatsächlich irgendwie alle. Also ich habe heute beim Mittagessen mit einem geredet, der so sagt, hier, ich bin hier von Behörde so und so und da stellt sich halt die Frage nicht, sondern da wird halt supported, was halt irgendwie menschenmachbar geht, weil da müssen halt alle bei uns einen Antrag stellen können oder rausfinden können, wann wir halt aufhaben und so Zeug. Naja, also wirklich so public-facing. Ne? Ja. Und manchmal ist es halt eben dann so, dass so das beste internetfähige Gerät im Haushalt, wenn du gerade nicht dicke Kohle hast, dann ist es halt eben eine gebrauchte PlayStation oder sowas ähnliches. Ja, naja, und du hast dann, manchmal hast du ja auch, also auch Smart-TVs zum Beispiel, also wir haben hier so einen LG-Fernseher aus 2022, aber der hat halt einen Chrome 84, glaube ich, drauf laufen oder 86, was definitiv nicht dem Stand entspricht, den Chrome hatte, als dieses Gerät erschienen ist. Oder du hast halt so Sachen wie den Samsung-Browser, der ja auch recht verbreitet ist, der aber im Schnitt immer so ein halbes Jahr den Chrome oder den aktuellen Chrome-Derivaten hinterher hinkt. Also wer weiß, ob der das Popover-Attribut schon unterstützt. Also möglicherweise tut er das noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das hier anschalten kann. Na, und möglicherweise geht natürlich auch dann die vorhandene JavaScript-Engine angesichts eines riesigen Polyfills ein bisschen in die Knie, dass da vielleicht die richtigere Entscheidung wäre, man verzichtet auf Fancy-Pants-Kram. Du willst nur wieder uns alle davon abhalten, JavaScript-Frameworks zu benutzen und wir sollen das alle selber schreiben, oder? Nein, diese
Ausrichtung meinerseits, die liegt noch in London, davon weiß ja noch keiner was. Das ist alles. Oh, Entschuldigung, habe ich jetzt was gespoilert? Also, Jetzt kommt alles raus. Ich habe in Vorbereitung für diese Aufnahme ja eine alte Folge vom Working Draft Podcast nochmal gehört und da fing es auch damit an, dass was gespoilert wurde. Also insofern, das scheint so ein Glücksradproblem zu sein. Ja, ein bisschen. Genau, halt das Gute ist ja, dass wir dann immer so viele Folgen auf Halde haben, dass bis die Folge hier rauskommt, da ist ja schon. Da unterstützen das auch alle Browser und Peters Geheimnis ist schon gelüftet und so ganz bestimmt. Also ganz ehrlich, so viel Backlog haben wir im Moment nicht, weil die Reihenfolge verkehrt ist, weil die Signals-Folge, die ich letzte Woche aufgenommen habe, nach dieser hier erscheint. Ja, jetzt hast du das auch gespoilert, Mensch. Das wissen doch alle. Ich meine, die Dinge, die ich hier gerade über dich erzähle, die habe ich halt auch auf Mastodon gelesen, glaube ich. Aber das liest ja keiner, deswegen ist das ja geheim. Das liest ja keiner. Es hat sich ja der ganze Social-Media-Krempel jetzt so dezentralisiert, dass irgendwie, egal was du wo schreibst, die Hälfte der Welt das nicht mitkriegt. Also ja. Die Zeiten von früher, so mit dem, also der Global Town Square ist weg und der kommt so schnell auch nicht wieder. Wollten wir nicht über schöne Dinge reden, irgendwie Browser-Support von Dingen? Machen wir auf jeden Fall. Ich wollte noch eine Sache ergänzen und zwar, es gibt ja diese Interop-Serie, also wo Browser-Hersteller sich jedes Jahr einigen darauf, dass sie bestimmte Features, wie auch immer die Kriterien sind, dass sie die versuchen, alle in ihren Browsern bis Ende eines Jahres zu implementieren. Und in dem aktuellen Interop 2024, da ist auch enthalten Popover. Das heißt also, auch das deutet darauf hin, dass, also wenn das mit dem Firefox nicht schon, wie Peter sagt, ein gelöstes Problem ist, dass es dann zumindest bald gelöst ist. Ja, also ich meine, 24 ist ja noch ein bisschen, ist ja noch lang. Von daher. Ja, zum einen ja, zum anderen auch nicht. Also manchmal wundere ich mich schon, wie viel Zeit vergangen ist, seit zum Beispiel, also keine Ahnung, zum Beispiel View Transitions, also wann die vorgeschlagen wurden, also wie lange das schon her ist. Und mir kommt das gar nicht so lange vor. Und ich habe das Gefühl, die sind ultra schnell implementiert worden. Aber dann guckt man eben so auf den Zeitstrahl und dann ist es halt doch deutlich mehr, als man denkt. Ah, ja, und was wiederum gut ist, implementiert, also ich meine Firefox, Safari. Genau, in Safari ist es doch, glaube ich, jetzt in der Technology Preview drin. Ah, okay, also das zählt, aber Firefox 25, der schon released ist, zählt nicht. Ja, doch, der zählt ja schon. Also ich habe ja nur gesagt, für den Fall, dass dass dem nicht so wäre, wie du sagst, dann sollte es eben auch nicht mehr lange dauern. Ja, ja. Nee. Also ich als der keine Ahnung hat und deswegen die ganze Zeit MDN aufmacht, ich kenne die View Transitions API immerhin, aber die roten X'e da sehen schlechter aus als bei dem Popover. Definitiv. Firefox ist da aber übrigens auch noch rot, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja, der ist ganz rot. Okay. Der hat es nicht mal in irgendeiner Preview drin. Schade. Ja, aber die haben auch Bock drauf. Also die, ich glaube, die sind da auch dran. Ich meine, das ist ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, allgemein einfach so eine Sache, wo ich super happy bin, wie die Webplattformen sich dann doch weiterentwickeln, wie wir solche neuen Features bekommen. Also wenn ich mal darüber nachdenke, vor 15 Jahren brauchte man halt 6 Megabyte JavaScript, um ein Pop-up anzuzeigen. Das ist da mittlerweile so fancy Dinge wie Alert oder okay, meinetwegen auch Popover oder Modal oder Dialog-Elemente oder so gibt. Das ist ja schon irgendwie ganz toll. Ne? Also es tun sich Sachen. Als ich im Web angefangen habe, hatte ich das Gefühl nicht, dass sich da in Browsern so viel tut. Außer Flash. Ja, das ist, da gehe ich mit. Jetzt muss ich allerdings natürlich dich in deiner Eigenschaft als zumindest hin und wieder React-Vortänzer fragen, ob das denn tatsächlich reicht, um sozusagen die Existenz von Dialog zu behaupten, ob es dazu reicht, dass es in den Spezifikationen ist, wenn doch gleichsam deine ganze Gefolgschaft hingeht und sagt, hold my div, so ein Dialog baue ich mir selber von Grund auf. Ich brauche keine Buttons, ich brauche keine Dialogs, ich diffe alles
mir, wie es mir gefällt. Wie viele Stunden habe ich für die Antwort? Also wie lang? Ich würde sagen, ich hatte auch das Gefühl, die war so ein bisschen so auch unterlegt mit Vorurteilen. Möglicherweise, ich bin nicht ganz sicher. Nein, Chef, das ist eine provokante Frage gewesen, damit es hier ordentlich scheppert. Das hier ist die Nachmittagstalkshow der Webentwicklung und da muss halt dann die Richterin Baba Salisch auch mal sagen, hier so, tipptopp. Laiendarsteller, lass mal krachen. Ich finde es merkwürdig, dass du ihm erklären musst, wenn es hier scheppern muss. Oh Gott. Ja, gut. Ich habe schon die Hälfte deiner Frage vergessen, aber ich würde trotzdem mal drauf eingehen. Und als Disclaimer sagen, ich habe ja gerade Peter gesehen. Peter hat ein T-Shirt an, auf dem nur Diffs drauf sind. Das ist halt wie ich HTML verstehe. Viele dieser neuen Elemente kenne ich nur so mittelgut. Auf der anderen Seite ist React aufgrund der Art und Weise, wie da Testing gemacht wird, eines der Frameworks, was Leute dahin drängt, semantisch sinnvolles HTML zu schreiben. Deswegen lerne ich jetzt auch, dass es mehr gibt als Diffs. Das ist ganz aufregend. So ein gemeinsamer Freund, Bekannter von Peter und mir, der Elmar, sagt mir seit 10 Jahren jedes Jahr, dieses Jahr wird das Jahr von Web Components und Linux auf dem Desktop. Und ich glaube halt, Web-Frameworks heute tun ja mehr als Browser-Unzulänglichkeiten wegzubügeln. Die geben uns ja auch Architekturen mit und Muster mit und helfen uns darin, unsere Anwendung zu strukturieren. Und ich glaube, alleine dafür ist es schon noch hilfreich, auch in den nächsten Jahren solche Frameworks zu haben. Ich meine, auch Web-Components. Fast niemand schreibt eine Anwendung nur mit Web-Components, sondern da gibt's immer irgendein kleines Library-Framework, keine Ahnung, wie das litteste Ding da heutzutage heißt, Ornament oder was auch immer. Oder meinetwegen schreibt man das auch selber für sich selber. Man hat ja doch ein kleines Framework on top of Web Components geschrieben. Insofern glaube ich, egal was Browser liefern werden, es wird immer noch eine Schicht zwischen Business-Logik auf der einen Seite und Browser auf der anderen Seite geben. 100%. Die wird hoffentlich immer dünner. Gerade was so HTML und DOM-Interaktion anbelangt, hoffe ich, wird die immer dünner. Aber die wird, glaube ich, da bleiben. Das ist richtig. Aber die Frage ist halt wirklich, wie bringen wir die Leute dazu, den ganzen schönen neuen Kram zu machen und nicht in ihrer Unwissenheit zu sagen, ich kann ja jedes Problem mit einem Diff und einem On-Click-Händler ausreichend gut erschlagen, wenn ich nicht gründlich genug teste und halt so Sachen wie diese ganzen Features, die den Dialog halt eben hat, ne, dieses automatische Fokuszeug, das automatische Light-Dismiss, keine Ahnung, das den Top-Layer und so. Das sind ja alles Dinge, die würde man ja haben wollen und da könnte man sich ja Zeilen um Zeilen um Zeilen von JavaScript ersparen und was Besseres hinkriegen, wenn man denn wüsste, dass es da ist. Die Frage ist halt wirklich mehr, wie motiviert man die Leute dazu, den coolen neuen Kram zur Kenntnis zu nehmen. Also ich glaube ja, dass das, was zum Beispiel du machst, ist da ein großer oder so der wichtigste Hebel. Also einfach sozusagen in die Welt hinausgehen und den Leuten erzählen, dass es diese Dinge gibt. Und genauso natürlich auch, wenn man irgendwie das machen kann, so Brownback-Sessions in Firmen, wo eben Frontend- oder Webplattform-Menschen, die da irgendwie immer am Zahn der Zeit sind, irgendwie ihren Kolleginnen und Kollegen davon erzählen. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung zum Beispiel Designer. Also es gibt ja auch viele Designer, die schon im Hinterkopf haben, so bestimmte Dinge kann man irgendwie mit CSS gar nicht umsetzen und dann zensieren die so ein bisschen ihre Ideen schon dahingehend, dass die eben umsetzbar sind und wissen vielleicht gar nicht, dass sich so viele Dinge getan haben, dass das, was sie eigentlich machen würden, auch umsetzbar ist mittlerweile. Das heißt also, irgendwer muss denen das erzählen. Ja, gerade bei CSS ist es halt wirklich so, also ich komme jetzt ja, wie gesagt, heute frisch aus dem Workshop mit den ganzen Java-Entwicklern und die waren halt wirklich am meisten geflasht davon, dass ich halt so Sachen gemacht habe wie, hier, guck mal, CSS, Farbräume, guck mal, was du jetzt machen kannst. Du kriegst einfach neue Farben for free, wenn du einfach nur mal kurz überlegst, wie schreibst du die eigentlich auf, mehr oder minder, ne? Weil du halt nicht mehr im RGB-Color-Space gefangen bist. Und das hat die halt irgendwie total geflasht und die haben da einfach null Zugang zu, weil dieses ganze Design-Thema, gerade bei so Enterprise-Sachen, also da gibt's einfach gar keinen, der dafür zuständig ist. So, das fällt halt irgendwie dann immer, das bleibt an denen kleben, die sich nicht schnell genug verziehen können. Im besten Fall wird halt irgendeine UI-Library, eine XJS oder Konsorten halt eben verwendet. Aber selbst dann kommst du ja selten da komplett drum herum, überhaupt mal eine Zeile CSS zu schreiben. Und im schlimmsten Fall endet das halt eben, weil das gar nicht als ein erlernbares und kontrollierbares Stück Technologie gesehen wird in so einem Wettrüsten der Selektorlängen. Und so eine Append-Only-Geschichte bricht sich dann halt eben Bahn. Also das ist auch so ein bisschen so dieses Problem.
das Wissen einfach überhaupt in die Köpfe tragen, dass das überhaupt, dass eine bessere Welt halt überhaupt möglich ist. Ne? Das ist halt Dialog einerseits und CSS halt auch noch andererseits. Das sind dicke Bretter, die wir da bohren müssen. Ich glaube, dass Shep, was du gerade sagtest, mit die müssen das lernen und die haben es früher gelernt, dass es anders ist. Ich glaube, das ist ein relevanter Punkt auch. Ich glaube, dass die Tatsache, dass die Web, dass das Web als Plattform, das Browser als Plattform uns high-levelige APIs, die angenehm zu benutzen sind und die wir statt jQuery benutzen wollen, dass Browser uns das liefern, ist dann doch auch relativ neu. Also wenn ich jetzt mal so als ein klassisches Beispiel die Fetch-API. Die Fetch-API ist ja verglichen zu XML-HTTP-Request ein Traum. Aber auch nur verglichen zu XML-HTTP-Request. Also das ist das, da ich erinnere mich, als ich dir das erste Mal einsetzen wollte, wie lange ich gebraucht habe, bis ich dazu in der Lage war, ich setze es jetzt mal so in Axios-Worten, um eine Instanz zu haben, die eine Base-URL konfiguriert hat. Das ist dann doch so ein ganz klassisches Feature für einen HTTP-Client, ne? Dass man nicht überall die absoluten URLs hardcodieren möchte. Das fehlt da in meinen Augen dann doch in dieser API. Und das, was da heutzutage passiert, ist meinem Eindruck dann doch schon sowas, das will ich benutzen, ohne dass da ein Framework und eine Library zwischensteckt. Aber das war lange im Web nicht so, meiner Meinung nach. Ich meine auch, das ist jetzt nicht mehr ganz neu, aber so ein Date, Input-Type-Date oder so, war gut gemeint, aber ist dann oft doch nicht das, was ich brauche oder nicht ausreichend, sondern ich brauche dann doch noch mal irgendwas drumherum oder noch was drauf. Mhm. Und auch wenn ich immer sage, ich merke mir keine Dinge, gehe ich ja noch mal auf was Peter gesagt hat ein. Also ich habe ja jahrelang Single-Page-Applications mit XJS geschrieben, ohne eine Zeile CSS zu schreiben. Okay. Das war der Selling Point, warum ich bei XJS geblieben bin. Ich konnte halt kein CSS. Ich kann bis heute wirklich, also ich weiß mittlerweile, dass die Property Font heißt und nicht, nein, sorry, dass die Property Color heißt und nicht Font Color und nicht Text Color. Das war früher so mein Klassiker, dass ich da drei Versuche gebraucht habe. Aber so wartbare CSS-Dinger bauen kann ich bis heute nicht. Aber damals konnte ich halt gar nichts. Und XJS hat mir das halt alles geliefert. Und ich glaube, wenn du jetzt von den Java-EntwicklerInnen in deinem Workshop sprichst, ich glaube, so der klassische Backend-Entwickler möchte vielleicht auch gar nicht unbedingt sich damit in der Tiefe beschäftigen, sondern will halt einfach ein Widget rausrendern und irgendwer soll sich darum kümmern, dass das gut aussieht. Mhm. Weil wahrscheinlich können das andere Leute auch einfach besser. Das ist so genau für mich. Also ich persönlich will halt so eine Komponentenbibliothek, wo ich mich nicht mit dem CSS beschäftigen muss, weil ich kann es nicht. Mhm. Kann gerne jemand aus meinem Team bauen und ich benutze die einfach, nur ist komplett fair, aber wenn ich CSS baue, dann geht die Welt halt unter. Mhm. Aber das Ding wäre halt umgekehrt finde ich super, so eine Komponente zu bauen und so, wie die Daten reinkommen, das dürft ihr euch überlegen. Mhm. Da bin ich raus. Genau, aber es fehlen halt so Leute wie ein Shep in diesen meisten dieser Teams. Sondern das ist halt eine Horde von Backendlern ursprünglich mal gewesen. Die Webplattform entwickelt sich weiter, oh Wunder. Immer mehr Zeug wandert in den Client, aber niemand hat jemals hier so gesagt, okay, wir müssen jetzt feststellen, dass wir jetzt hier zumindest zu großen Teilen auch ein Frontend-Team sind. Woraus folgt, dass wir irgendwie eine Person brauchen, die dieses Problem, wie sieht das am Ende eigentlich aus und wie funktioniert das, dass sich da jemand drum kümmert. Dass halt irgendwer den CSS-Hut aufhat und dass es nicht einfach nur am Ende an, weiß ich nicht, der letzten Praktikantin hängen bleibt. Und dann verschwindet die und dann ist wieder Wettrüsten mit Selektoren und Important angesagt. Du hast mich da gerade so ein bisschen getriggert an einer Stelle, weil du dieses Wort Frontend benutzt hast. Ich glaube, dass halt auch dieses Wort an der Stelle schon Teil des Problems ist, weil ich würde mich als Frontend-Entwickler bezeichnen und ich weiß, wenn ich mit einem Jens Grochtreis oder vielleicht auch mit einem Shep rede und mich als Frontend-Entwickler bezeichne, dann denkt er sich, der Typ hat doch überhaupt keine Ahnung von Frontend. Weil die Frage ist halt, wo fängt denn dieses Frontend eigentlich an? Für mich gehört halt React, TypeScript auch mit dazu. Für mich gehört auch CSS dazu und HTML dazu. Das kann ich nicht, ne? Aber das ist halt immer alles unter diesem Begriff Frontend zusammengefasst, obwohl das eigentlich so ein breites Feld ist, von unterschiedlichen Skills, manche auch alle können, glaube ich, aber wo es halt dann doch viele Leute gibt, die Teilbereiche davon können und
wir reden immer nur von Frontend-Entwicklern und dann sagt man einem Backend-Entwickler, lern mal Frontend und der denkt dann, er muss jetzt Services in der Angular-Anwendung schreiben. In Wahrheit gehört er aber auch noch zu MDN wöchentlich zu lesen, was Neues gibt, ne? Es gibt ja so diese Konzeption von so Front vom Frontend und weg vom Frontend. Dass das halt so weit aufgeht. Also Frontend-Engineer und UI-Engineer, ne? Das sind dann so die, die offizielleren Namen dafür, glaube ich. Ja, und ich meine, es wäre jetzt ja nicht zu seltsam, dass diese Aufgliederung tatsächlich stattfindet. Ich gehe ja immer wieder gern darauf zurück, dass ja das Berufsbild des Webmasters ausgestorben ist. Ne? Was ja im Prinzip Backend-Entwicklerin, Frontend-Entwickler und im Prinzip dann auch Operations in eins war. Und dann ist da halt irgendwann so Operations rausgelöst worden. Dann hatte man das, was, glaube ich, man Webworker auch bezeichnen konnte, die das WordPress gebaut haben und das Theme mit den jQuery-Plugins noch on top. Und dann hat sich das ausdifferenziert in halt jetzt die Backendler und die Frontendler, dass das jetzt wirklich, sagen wir mal so, niemand von sich jetzt wirklich behauptet, man hätte beides komplett drauf. Dieser Full-Stack-Begriff ist ja auch ein bisschen schwierig, was das angeht. Es ist ja tendenziell eher der Fullstack über dieses Frontend-Spektrum. Und naja, sollte sich halt das vielleicht im Frontend noch weiter aufsplitten, würde mich das nicht wundern. Beziehungsweise ist ja mehr oder minder das, was ich ja fordere. Ich sage ja eigentlich nur, man bräuchte halt wirklich irgendwen, eine Person, die den CSS-Hut aufhat, sagt ja nichts anderes als, ich fordere halt jemanden, der da, wo der Nutzer am Ende draufklickt, das kontrolliert. Und dann muss halt irgendwer da hinten noch die Daten durch die Gegend wurschteln. Das kann der Christian ja hier sein. Aber gehört halt auch irgendwie mit zum Frontend, aber ist davon, glaube ich, dann doch schon zu unterscheiden und nicht einfach so das eine beim anderen jeweils mitzumeinen. Ich würde mal noch eine halbe Stunde zurückscrollen, wenn das für alle Beteiligten okay ist. Aha. Du hast ja so ein bisschen diese Frage in den Raum geworfen, wie kriegen wir jetzt Leute dazu, dass sie das lernen, dass sie mitkriegen, dass sowas wie Popover jetzt existiert und wir dafür nicht mehr jQuery brauchen. Hm. Und ich glaube, von dem, was ich so sehe, der einzige Weg wird sein, das ist zu pessimistisch, aber der einzige Weg wird sein, wenn die Frameworks sagen, hi, wir haben jetzt übrigens kein Popover mehr, weil das gibt's im Browser. Weil die Leute gucken, wenn sie sowas bauen, in das Handbuch ihres Frameworks, wenn sie irgendwo überhaupt nachgucken. Mhm. Vielleicht gucken sie noch auf Stack Overflow und dann ist halt die accepted answer die von vor 7 Jahren. Und da steht halt drin im jQuery Popover. Ja. Und insofern glaube ich, es muss aus den Frameworks rausfliegen und die Frameworks müssen sagen, guck mal, use the platform, gibt's schon. Ich stimme deiner Diagnose zu, ich würde es aber anders lösen. Das also, klingt gut. Weil ich denke halt eben, das Problem ist tatsächlich so, der Blick der Entwicklerinnen und Entwickler geht halt tendenziell eher zum Framework und in ihre jeweiligen Ökosysteme, einfach weil ich tatsächlich glaube, dass die einfach besser da drin sind, Werbung oder Propaganda für ihre Sachen zu machen. Die sind einfach besser da drin. Ich habe halt wirklich, mein Ansatz ist halt immer, wenn ich in sowas bin wie in meinem Workshop heute, ich will den Java-Entwicklern und Entwicklerinnen irgendwie sagen, guck mal hier, Dialog ist gut, nimm doch irgendwie, weiß ich nicht, Überschriften oder so, guck mal, was ein Label für dein Accessibility-Tree tut. Das sind ja alles Dinge, die sind ja gut, wo man ja im Prinzip Dinge bekommt, die man vorher nicht hatte, dadurch, dass man einen HTML-Tag austauscht. Das ist ja erstmal ziemlich gut. Und was ich halt eben mir wirklich immer sehr viel, wo ich mir sehr viel Mühe gebe, ist halt denen das über so einen positiven Spin zu verkaufen und nicht irgendwie zu sagen, dein altes Zeug ist irgendwie doof oder so, sondern ich versuche halt wirklich zu sagen, gucke mal, nimm dieses Teil, das funktioniert überall, du kannst irgendwie 3 Megabyte JavaScript rauswerfen und schau mal, was du kriegst, das Ding macht nämlich ein automatisches Light Dismiss und ist halt eine Focus-Trap und hast du nicht gesehen. Und was man halt wirklich bräuchte, wäre so einen besseren Sales-Pitch. Dann können halt Leute wie ich, die halt durch die Konferenzen tanzen und das den anderen erzählen, man muss es halt wirklich radikal positiv pitchen. Ich fühle mich so erinnert an so Sicherheitslücken. Das gab mal eine Zeit, da hatten die nicht eigene Webseiten, wo mit fancy Grafiken aufbereitet wurde, ey, guck mal, wir sind Heartbleed, wir haben unser eigenes Logo und wir haben unsere eigene Domain und wir haben hier so ein flashy Teil, das dir irgendwie erklärt, so und so funktioniert das und wir haben die geowned und hast du nicht gesehen, die halt eine Produktpage haben. Es gibt halt keine Produktpage für irgendwie Dialog. Es gibt keine Produktpage für, du hast jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 30% mehr Farben in CSS. Es gibt eine Produktpage für Tailwind CSS. Die hatte ich halt heute im Rahmen des Workshops auf und ich dachte so, das Ding verkauft mir die Features, die das Ding bietet. Das ist ein Sales Pitch, der krass ist und sowas hat halt eben die Gegenseite nicht. Du musst aufhören, so lange zu reden. Ich habe so viele verschiedene Arten, wie ich darauf antworten will. Das sage ich gleich wieder. Vor einer halben Stunde hast du gesagt, das. Ich lasse mir einen Pessimisten raushängen. Sorry, ich glaube, dass das,
der Punkt, wo du in meinen Augen zu optimistisch daran gehst, ist, dass die Leute diesen Sales Pitch überhaupt mitbekommen müssten. Ein Heise und ein Golem hat doch kein Interesse daran, egal wie schön die Landingpage von der Popover API ist. Übrigens, Fun Fact, in MDN ist eine Landingpage verlinkt für die Popover API. Ist relativ enttäuschend, kann ich euch vorher sagen. Aber die werden nicht nur, weil es eine fancy Landingpage dazu gibt, darüber berichten. Und das heißt, die Leute, die in deinen Workshops sind, die kriegen das mit. Die Leute, die so Podcasts wie das hier hören, kriegen das mit. Aber das ist dann irgendwie doch nur die Spitze des Eisbergs der Frontend-EntwicklerInnen. Und ich glaube, ganz viele kriegen halt mit, was in ihrem Framework passiert. Weil die Frameworks uns ermöglichen, Webanwendungen zu bauen, ohne uns mit dem Web zu beschäftigen. Weiß ich nicht. Also, du hast sicherlich, wie gesagt, ich stimme dir ja mit der grundsätzlichen Analyse zu, aber ich glaube, keine Ahnung, ich habe ja mal eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, irgendwas im Journalismus zu machen. Und wenn ich eins gelernt habe in dieser Zeit, dann A, dass ich das nicht machen möchte. Okay, ich habe zwei Sachen gelernt. A, das werde ich nicht machen. Und B, die Kraft von halt eben einer guten PR, as in einer Pressemitteilung. Also, weißt du, Heise und Golem und Konsorten, die schreiben halt auch nur über Dinge, die ihnen berichtenswert erscheinen. Aber diese Berichtenswerterscheinbarkeit, die kann man halt eben herstellen. Ne? Es ist ja nicht so, dass irgendwie ein Update von Angular in sich inhärent berichtenswert ist. Ich meine, vielleicht ist es das, ich kann das nicht einschätzen, aber es wird auf jeden Fall berichtenswerter erscheinen, dadurch, dass die halt eben mehr machen, als irgendwie zu sagen npm publish. Sondern die treten ja ein ganzes Bündel an Maßnahmen heraus. Das ist ja sozusagen die moderne Version des Herausgebens einer Pressemitteilung. Was halt eben einer der Gründe ist, warum ich sage, diese modernen Frontend-Frameworks funktionieren nicht wie eine Open-Source-Library, sondern die funktionieren halt eben wie Produkte. Nur halt eben für welche, mit denen, für die du nicht mit Geld bezahlst. Aber der ganze Rest, die ganze Operation, das ganze Drumherum ist im Prinzip das gleiche, wie halt eben, als wollte mir jemand was verkaufen. Nur ist der Button halt eben beschriftet mit, lad hier runter, MIT-Lizenz und nicht mit, klick hier zum Kaufen. Aber ansonsten ist das alles gleich. Und so ein Dialog operiert halt nicht wie ein Produkt. Vielleicht sollte es das nicht tun, aber wenn es das täte, hätte man sozusagen ein besseres Ökosystem, um seinen Pitch durchzuführen. Das ist jetzt so aus meiner Sicht des einsamen Propagierers von solchen Technologien. Ich bin immer noch pessimistischer als du, aber du hast auf jeden Fall einen Punkt. Ich befürchte, ich muss dir auch zustimmen. Ist halt auch ich meine, man könnte es ja mal probieren. Die Frage ist, wer es probieren sollte, weil am Ende haben wir halt das Problem, dass irgendwer in Anführungszeichen sich das Zeug ausdenkt und es dann halt dauert, bis alle Browser das released haben. Und erst wenn alle Browser das released haben, müsste man die Pressemitteilung, die fancy Landingpage bauen. Mhm. Aber ja, ich gestehe deiner Idee zu, dass das eventuell auch klappen könnte. Und es funktioniert ja schon. Also Shep hat ja gerade so gesagt, diese Interop 2024-Geschichte ist ja im Prinzip das. Nur, wenn ich das halt wirklich vergleiche mit der Landingpage von Tailwind CSS, also mit dieser interaktiven Demo-Video, das da abgespielt wird, ist halt eben so ein Blogpost auf einem Google-Blog halt eben nicht ganz so krass wie halt das, wo ich halt einfach nur sagen muss, ich brauche euch Tailwind nicht zu erklären, werte Teilnehmer, ich habe die Webseite aufgerufen, die erklärt sich von selbst. Und dann kann ich jetzt natürlich wieder 17 Mal sagen, ich habe ja auch keine Ahnung von Web als Plattform von Browsern, aber ich habe diesen Ausdruck Interop 2024 auch eben das erste Mal gehört. Ich habe das dann gegoogelt und war etwas enttäuscht, als ich auf einem Google-Blog gelandet bin, wie du gerade schon schildertest, was dann auch irgendwie relativ schnell wieder mein Interesse verloren hat. Also das Gespräch mit euch war dann irgendwie doch spannender. Ja, vielleicht ist das der Punkt. Vielleicht fehlt da ein Marketing-Team. Was ja immer wieder ein Problem von so Standard-Konsortien-Dingen oder Open Source oder ist. Ne? Das ist wiederkehrendes Ding. Auf der anderen Seite stecken da ja 1, 2, 3 Firmen mit drin, die schon ein bisschen Ahnung von Marketing haben. Hm. Ja, und vor allen Dingen wäre halt die Frage, was ich ja im Prinzip fordere, ist ja im Prinzip, also, ne, wie gesagt, in meinem Universum sind halt so Angular und React und ähnliche Kisten und Tailwind auch, die operieren wie Produkte. Also in so einer Marktwettbewerbskapitalisten, wir machen ganz viel Werbung-Logik. Und im Prinzip sage ich ja, unsere Webstandards sollten das auch tun. Und da ist ja mal die Frage, sollten sie das wirklich? Oder bejammere ich jetzt halt nur mein kleines Problem, dass ich eine Schwierigkeit habe, den Leuten einen besseren HTML-Tag zu verkaufen und ich sollte mich mal lieber nicht so anstellen. Die Möglichkeit möchte ich ausdrücklich in den Raum stellen.
Ich meine, dann ist auch der Punkt, wer ist denn eigentlich der Wettbewerb? Müssten die sich eigentlich positionieren im Wettbewerb gegen die Frontend-Frameworks? Und dann haben wir schon Herausforderung, dass eines dieser kleinen Startups, was da mit hinter Browsern steckt, auch hinter einem der Frameworks steckt. Weiß nicht. Also du musst dich ja nicht notwendigerweise in Konkurrenz zu irgendwas sehen. Du kannst ja auch einfach sagen, hier, ich bin das erste iPhone, ich bin ein cooles Produkt, kauf mich. So, ich bin ein Dialog-Tech, ich bin super, benutz mich. Ja, fair. Ich wollte gerade sagen, du hast diesen Wettbewerbsfaktor da natürlich nicht, aber du hast recht, auch beim iPhone hat man Marketing hingekriegt. Ich würde einfach mal das Gespräch wieder 180 Kilometer hiervon weglenken. Fancy Landing Pages und Heartbleed und dergleichen. Peter, du bist ja so alt. Ich habe ja dich gerade schon als die Skala mit wie gut kann man TypeScript einsortiert. Kennst du die Landingpage von TS Reset? TS Reset. Ich weiß, dass ich da zuletzt mal drauf war, aber ich weiß nicht mal mehr, worum es ging. Also ich empfehle das mal in Google einzugeben oder ihr habt, glaube ich, ja auch so Shownotes. Das ist eine relativ nerdige Mini-Library, die nur was an TypeScript-Typen ändert. Ach, die macht Ding. Zum Beispiel, ja. dass JSON von Fetch nicht any zurückgibt, sondern unknown. Oder um das für die Leute, die kein TypeScript machen, zu erklären, es macht deutlich komplizierter, Daten von einem Server zu laden. Aber nur im Typsystem. Nur zur Compile-Zeit. Nicht zur Runtime ändert das nichts. Also es ist wirklich so ein Typsystem-Nerd-Library-Dingsbums. Ja. Und das Teil hat eine Landing-Page, die sieht besser aus als jede Produktseite, die ich designen würde. Jo, sie ist auch 8 Megabyte groß, also erfüllt wirklich alle Anforderungen, die ich an sowas hätte. Das 8 Megabyte finde ich überraschend, aber. Nee, es ist mega. Genau so muss das sein. So, das verkauft einem das Ding, das sieht aus wie ein Produkt, das ist genau, was mir vorschwebt. So, und das ist ja auch nur, wie du ja sagtest, das ist ein paar TypeScript-Annotationen. Das ist in erster Näherung nichts. Das ist ein Haufen heißer Luft. Luft, die relativ praktisch sein kann, ne? Nichtsdestotrotz, aber ja, genau. Ich meine, sowas zu designen ist halt natürlich auch ein Akt, muss man mal ganz klar sagen. Aber ich meine, wenn die das hinkriegen, warum kriegt das ein HTML-Tag, wo irgendwie Google und Microsoft dran mit rumschrauben, nicht auch auf die Reihe? Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie es sein müsste. Super. Mhm. Ich glaube, dass da der Knackpunkt ist. Ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt, aber ich glaube, dass es auf einer Website ist, die irgendwie TypeScript-Kurse oder TypeScript-Trainings oder Schulung oder irgendwie sowas verkauft. Oh ja. Ich glaube, dass es dann so den Gesamtkonstrukt halt Sinn ergibt, dass das so schick und so produktig aufgebaut ist, weil das dann zu der Frage führt, Moment, warum ist das so? Was sehe ich hier eigentlich? Warum ist das alles so schick und man rumklickt? Aber nichtsdestotrotz ist es so, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich daran denke, was das Ding für eine Seite hat. Ja, das ist super. Ich muss nachher mal ein paar Webseiten designen, fällt mir gerade mal ein. Ja, Tailwind hat ja auch noch hier immer dann so einen fetten Trailer auch, wo dann so die ganzen Features gezeigt werden und so, dass er nochmal so Next Level, also wenn man sogar dann Trailer, so eine Art Movie-Trailer für sein Produkt hat. Ja, na, ich finde vor allen Dingen halt wirklich dieses Live-Tipp und dann updatet sich diese Komponente da, während diese Person da das da ausfüllt. Es ist halt einfach. Es ist halt wirklich selbsterklärend. Du brauchst halt wirklich nur dieses Ding dir angucken und du, zack, hast verstanden, was das soll. Man merkt der Tailwind-Seite dann halt auch einfach an, dass die Leute, die dahinter stecken, erstens CSS können, zweitens eine Affinität zu Design haben. Also es überrascht mich nicht, dass ein Tailwind eine bessere Landingpage hat als das Popover-Tag. Ja, aber ich meine, das würde ich jetzt so nicht direkt sagen. Wenn wir, wie gesagt, in meine Logik einsteigen und sagen, Werbung muss sein. Ich meine, das ist ja Werbung 101. Du assoziierst dein Produkt mit irgendwelchen Sachen, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Also es wollen nicht alle direkt mit dir in die Kiste steigen, nur weil du irgendwie eine spezifische Automarke fährst. Aber das ist ja das, was du sozusagen sagst. Und du wirst am Ende sagen, deine Webseite wird am Ende total cool und individuell und fancy aussehen, weil du Tailwind benutzt, wahrscheinlich. Also ich meine, du kriegst damit natürlich einiges hin, aber du bewegst dich dann ja auch mit dem Tool innerhalb eines gewissen abgesteckten Rahmens und also allzu abgefahren wird es nicht werden. So ähnlich wie das halt eben mit deinem neuen Auto auch nicht werden wird. Also das ist einfach ganz normale Werbelogik. Ich weiß halt wirklich nicht, ob ich da irgendwie zu zynisch bin, wenn ich jetzt so sage, das und das knallt halt richtig gut und irgendwie zu sagen, hier hast du ein neues HTML-Tag, wir haben das in einem Nebensatz in einem Google-Blog eingebaut, mit ursächlich dafür ist, dass es halt eben keiner mitkommt. Aber ich meine, Werbung funktioniert halt nun mal. Und wenn keine betrieben wird, dann muss man sich nicht wundern, dass keiner das Produkt, ne, die neuen HTML-Tags, irgendwie zur Kenntnis nimmt. Ich fordere mehr Werbung. Dass ich das mal sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Wir brauchen HTML 6 und CSS 4.
Naja, ganz ehrlich, die arbeiten tatsächlich daran, an so einem Branding. Also, also an CSS4, das hatte ich mitbekommen. Ja, genau, die schrauben hinter den Kulissen wirklich daran, dass wirklich auch so eine, also ich meine, so wie CSS3 ja auch nie a thing war und HTML5 ja auch so, also höchst zweifelhaft ist so als Konstruktion, aber das waren halt wirklich so die Begriffe, die konntest du platzieren. Und jetzt ist es halt irgendwie so, ja, CSS Grid Level 2 hat eine neue Revision veröffentlicht, schnarch. Ja, wobei, da gibt es dann ja doch immer mal wieder so Leute, die so coole Spiele, nenne ich das jetzt mal, für uns EntwicklerInnen bauen, um zu zeigen, wie diese CSS-Features, wie man die nutzen kann. Ich komme gerade nicht drauf, aber bei irgend so ein Spiel habe ich für, ich weiß nicht, ob CSS Grid oder Flexbox oder irgendwas, habe ich da gespielt, wo ich halt CSS-Code schreiben musste, um dieses Spiel zu spielen. Das fand ich eine ganz witzige Idee. Also in dem Bereich geben sich dann ja doch ab und an Leute Mühe. Das ist dann nicht das offizielle Standard-Konsortium und wir haben, wie du gerade schon gesagt hast, diesen digitalen Marktplatz, das ist cooler formuliert. Town. Digitaler Town Square, das, was nicht mehr existiert, seitdem der Raketenmann Twitter in die Tonne getreten hat. Ja, das, den haben wir nicht mehr. Insofern ist die Frage, wie man das verbreitet, wahrscheinlich über irgendwelche Newsletter, aber. Naja, das Ding ist halt, seitdem du diesen digitalen Town Square, diesen gemeinsamen Nenner Twitter für so, sagen wir mal, die informierte Web-Community so nicht mehr hast, kannst du das meines Erachtens halt einfach nur mit Masse erschlagen. Du hast halt jetzt eine heterogene Medienlandschaft, wo du halt vorher wirklich sowas hattest, es gab irgendwie 3 Programme und 4 Zeitungen. Hast du halt eben jetzt im Prinzip die Medienlandschaft, die wir heute haben. Es hängen halt Leute auf Twitter noch rum, auf Mastodon, auf Hacker News und was nicht alles. Das sind alles Communities mit so Überschneidungen. Aber du hast halt im Prinzip wirklich so was Zerstreutes. Und da ist tatsächlich, glaube ich, Masse wichtiger denn Klasse. Also so eine fancy Webpage wie bei TS Reset, die ist super. Und die ist, glaube ich, der Anker von so vielem. Aber du müsstest halt theoretisch wirklich alle möglichen Kanäle mit Propaganda bestreuen, um halt wirklich überall von allen eine Chance, dass du allen eine Chance bietest, dass sie dich wahrnehmen können. Und du kannst halt nicht mit einem besonders spicy formulierten Tweet wie früher da noch was machen. Sondern du brauchst halt eben das Ding und du brauchst einen Mastodon-Post und du musst halt irgendwie auf Hacker News Startseite kommen und du musst dieses und jenes und solches. Wenn du halt irgendwie ein Produkt viral gehen lassen willst. Also Viralität ist jetzt ja ein dezentraler Prozess geworden und das war ja vorher nicht der Fall. So meine Analyse der Weltlage. Hast du das schon mal jemandem gesagt, der das machen könnte? Also ich meine, du läufst ja schon auf Konferenzen rum und du versuchst Menschen zu erklären, dass das Web neue Features hat, aber am Ende wäre es natürlich sinnvoll, wenn das jemand machen würde, der im W3C bei einem der Browserhersteller, bei MDN, womit wir bei einem der Browserhersteller sind, merke ich jetzt auch, steckt. Die haben ja am Ende ein schönes Sprachrohr dafür. So mit so jemand mal darüber geredet? Naja, du brauchst eine Organisation dafür. Das kann keine Einzelperson oder keine Einzelperson mehr machen. Also ja, aber hast du mal so eine Organisation darauf angesprochen? Ich also nicht, so aber Quentin, das ist ja auch der unser CSS-Guru, der bei unserem Wanderzirkus da halt immer für die CSS-Geschichten auf den Konferenzen verantwortlich ist, der ja auch an diesem Marketing-Push für CSS 4 mitarbeitet. Also die haben im Prinzip genau diese Idee. Ich habe mir das ja alles nicht selber ausgedacht. Ich habe eigentlich mir so seine Erklärung von dem, was er macht, so einfach mal so zur Kenntnis genommen. Und irgendwann unter der Dusche hat sich das halt eben so zu meinem größeren Gesamtweltbild ausmutiert, das ich jetzt hier gerade so dargestellt habe. Und das musst du halt tatsächlich einfach mit. Also das Problem ist halt eben eins der Skala. So, du hast halt einmal so diese Social Media Dezentralisierung und generell so eine mediale Dezentralisierung von diesem ganzen Frontend-Entwickler-Gedöns plus halt eben diese Ausfaserung in Front of Frontend, Back of Frontend, was wir da hatten. Also es wird alles einfach viel komplizierter und du kannst halt einfach eine komplizierter werdende Welt nicht mit den alten Strukturen erschlagen, die da hießen, du hast einen, der besonders intelligente Tweets schreiben kann. Das geht halt eben nicht und du brauchst halt wirklich da einen organisatorischen Push auf einer breiten Basis, um da irgendwie was zu platzieren. Und da helfen halt irgendwelche großen Organisationen und Browserhersteller, weil die irgendwie so die Mittel und Wege haben und die Kanäle haben, aber es müsste halt wirklich auf breiter Front passieren. Irgendwer Einzelnes kommt da, glaube ich, nicht weit. Was hält dich davon ab, mal mit so einem Browserhersteller darüber zu reden? Mich? Ja. Irgendwer hat doch heute irgendwas auf Social Media geschrieben, wo irgendwie Leute sagen, mit Standards arbeiten ist irgendwie doof, weil es dauert irgendwie 6 Jahre und dann passiert nichts. Oder warst du das nicht, Shep? Ich hatte was gepostet bei uns im Community Slack und dann hatte der Freddy da das kommentiert und unterhalten hatten sich da auch in einem Podcast
der Jake Archibald und der Surmer. Ah, genau. Weil ich meine, die wissen das ja. Ich meine, es genau. ist halt einfach eine sehr, ich habe das nicht gemacht, weil das, glaube ich, nicht mein Metier ist. Ich rede lieber mit APIs als mit Menschen. Und genau, ich glaube, aber ich treffe, vielleicht der Quentin auch, vielleicht ist der auch da, letztes Jahr war er auf jeden Fall da, ich treffe diese Menschen auf jeden Fall beim CSS Day in Amsterdam im Juni und werde denen das auf jeden Fall erzählen. Die machen das ja auch schon so ein bisschen so. Ich glaube, dass sie da auch grundsätzlich offene Ohren führten. Ich probiere das mal. Ja, und wie gesagt, ich glaube, die machen das halt schon so. Die Frage ist, ob sie das ganz so zynisch bereits denken, wie ich das jetzt gerade mache. Also ich fand dein Sales Pitch für diesen Sales Pitch halt schlüssig und gut, und deswegen wäre der Impuls, den ich dir einfach in den Kopf setzen würde. Du bist ja dann auch ab und an mal auf Konferenzen, wo Leute rumlaufen. Du hast ja anscheinend auch mit Quentin drüber gesprochen, das ist ja schon mal gut. Aber einfach mal bei den Konferenzen, wo du rumläufst, Leuten diese Ideen nahebringen, die eventuell in irgendwelchen Gremien oder Firmen sitzen, wo man sich mit sowas auseinandersetzt. Ja, das wäre gut, aber du weißt ja auch, auf welche Art von Konferenz ich primär rumlaufe. Ich google jetzt gleich die SpeakerInnenliste der Konferenz, wo du gerade bist, und gucke, ob da irgendwie Google das auftaucht. Und dann, weißt du was? Nein, machen wir das anders. Der Shep hat sich ja angeboten, dass er das mitträgt in diese Richtung. Du könntest das zu den ganzen Framework-Leuten tragen. Du warst letztens auf einer Konferenz, ich glaube, der war sogar bei euch im Podcast, der Alexander Lichter. Ja. Der steckt doch hinter einem der größeren Meta-Frameworks da draußen oder steckt mit dabei. Wenn du den davon überzeugst bekommst, dass die auf ihrer Website irgendwo einen Link-Popover haben, da klickst du drauf und dann steht da, Edgy Badge brauchst du nicht, guck mal hier bei MDN. Oder auch, besser. Die können ja besser Marketing als MDN, war ja deine These. Die sollen eine Marketing sein, die sollen das in ihrer Doku schreiben, so macht man das, und gar nicht erwähnen, dass das überhaupt nicht ihr Ding ist, sondern dass es einfach die darunter liegende Technologie ist. Ja, dann irgendwie sowas, ne? Das meine ich halt mit breiter Basis, ne? Mhm. So, aber dann nimm du doch die Idee mit, dass du das zu den Framework-Heinis trägst. Ja, ich meine, vor allen Dingen sollten wir als allererstes mal, wir reden die ganze Zeit über Quentin, hatten den, glaube ich, noch nie im Podcast, den sollten wir mal eintüten. Guter Typ. Sehr guter Typ. Machen wir. Machen wir mal. Ja, wollen wir eigentlich mal wieder am Glücksrad drehen? Ich habe ja mal eine Frage zu dem Glücksrad. Ja. Ja. Ich habe ja gerade dann doch noch mitgekriegt, dass ihr Dinge nebenher auf Mastodon tutet, sagt man, ne? Dass ihr Dinge tutet und da getutet wurde, dass Glücksrad gespielt wird. Nehmen wir an, ich nehme diesen Tut irgendwann in den nächsten Wochen nochmal wahr. Dann gehe ich nochmal auf diese Seite und bringe euch komplett aus dem Konzept, oder? Ja, das ist vollkommen richtig. Ich freue mich drauf. Ja, wir haben aber wir stellen uns einfach darauf ein und werden dann über die Dinge erzählen, die irgendwelche Leute, die Tuts gesehen haben, dann klicken auf die Seite. Remote Glücksrad, das ist es, weißt du? Wo das Glücksrad nicht ist, irgendwie, wir drücken hier drauf und irgendwie MDN random. Genau, wir sitzen hier einfach und warten, dass es sich von allein bewegt irgendwann. Ja, aber stell dir vor, wir haben irgendwie so eine E-Mail-Adresse für so, schick da ein Feature rein und dann wird daraus zufällig was gepickt. Sozusagen eine Vorselektion durch die Hörerschaft. Und dann finde ich aber noch diesen Faktor, dass jemand remote auf weiter drückt, der euch gerade nicht hört und der damit begrenzt, wie lange über ein Thema geredet wird, relativ random, auch eine schöne Idee. Ich meine, das ist ja irgendwie so ein Format, was man ja auch sozusagen für eine Abendsession auf einer Konferenz ganz so wunderbar macht. Man darf so lange weiterreden, bis man irgendwie von der Bühne gevotet wird. So Lightning Talk extrem. Dann braucht man aber Leute auf der Bühne, die sich von der Bühne tragen lassen. Ich habe Erfahrung gemacht, dass ich Leute nicht dazu kriege, die Klappe zu halten, sondern die reden weiter über Deutsche Bahn und andere Zugdinge. Ja, unser Wanderzirkus trollt sich manchmal gegenseitig schon ziemlich, wenn, ja. Also eventuell habe ich eine Panel-Diskussion moderieren sollen, in der Peter und eben schon erwähnter Elmar da waren. Beides bekennende Bahn-Nerds. Und wenn sie nicht bekennend sind, dann habe ich sie jetzt geoutet. Und irgendwie haben sie sich vorgenommen, das Gespräch die ganze Zeit auf Zugthemen zu lenken. War ein bisschen anstrengend für manche der Beteiligten. Man muss halt sagen, es war die Panel-Diskussion am Abend, als schon das Freibier floss. Von daher hatten wir, glaube ich, auch nicht die Intention, das über alle Maßen ernst zu nehmen.
und damit dann trotzdem im Sinne aller Anwesenden zu handeln. Außer natürlich im Sinne der Moderation, die davon etwas geschockt war, als sie gemerkt hat, was wir da machen. Ja, die Moderation hat ja eventuell aber auch 8 Bier für die Bühne bestellt. Insofern ist die Moderation auch selber schuld. Ja, Entschuldigung fürs Derailen. Wir wollten nochmal Glücksrad spielen. Ja, wir können. Christian, möchtest du einfach nochmal am Button drücken? Total aufregend, ja. Das erste Mal war ja schon ein voller Erfolg. Schön. Die ersten zwei Wörter kenne ich. Nein, bis Character Class bin ich dabei. Da bin ich raus. Naja, nee, Character Class Escape kennst du doch, wenn du irgendwie so matchen willst, allen Whites. Ich kenne Character Classes, aber ich habe Du kannst übrigens diese Dinge auch anklicken, also dieses ja, ich hab gedruckte ist ein Link. Dachte vorhin noch, ich bin cool und copy und paste das in Google und lese dann mehr Text dahinter, aber das ist vorgesehen, dass ich dann zu MDN komme. Genau. Also ja, ich habe Glücksrad, JavaScript, Irregular Expressions, Character Class Escape und verstehe jetzt, nachdem ich nicht draufgeklickt habe, ich dachte, Character Classes sind das, was anscheinend Character Class Escape Sequences sind. Also Backslash kleines d, Backslash großes d für Ziffer oder nicht Zahl. Ja genau, Ziffer, hast recht. Und dann eben das gleiche mit w und dann nochmal mit s. Naja, und natürlich die Variante mit p für die Unicode Character Class Escapes. Ja, stimmt. Das sind die Viecher, wo man dann irgendwie so Namen reinschreiben kann, wie irgendwie so, keine Ahnung, Emoji und Decimal Number und so. Und dann matcht das einem alle Emoji-Sternchen und alle Decimal Numbers und so Krams. Ich habe ja Emotionen zu regulären Ausdrücken. Oh ja, ich wollte auch gerade sagen, oder ich wollte vorschlagen, dass wir das als Anlass nehmen können, ein bisschen über reguläre Ausdrücke zu sprechen und wie gerne wir damit arbeiten. Aha, ich bin großer Fan, seitdem ich erzähle ich ja immer mal wieder, von dem Buch Regular Expressions die ersten 20 Seiten gelesen habe, von irgendwie 200 und damit genug verstanden habe, um mir den Rest drauf zu schaffen. Irgendwann habe ich halt eben gesehen, so wie hoffentlich die Java-Entwickler aus meinem Workshop gesehen haben, ey, das ist ja gar nicht einfach nur irgendein Blob, irgendwas Unlernbares, sondern das kann man verstehen, das kann man einfach lesen und dann kann man damit spannende Sachen machen, dann, wenn es halt eben sinnvoll ist, damit zu arbeiten. Großer Fan und ich würde sagen, ich bin kurz davor, zu einem Nerd zu werden. Also, voll super. Also, ich finde, also ich wollte eigentlich nicht dich komplett beleidigen und das, was du gesagt hast, als komplett falsch oder Humbug darstellen, aber du hast dann irgendwie irgendwas mit gut zu lesen gesagt und weiß ich jetzt nicht. Meine Geschichte zu regulären Ausdrücken war kein 20-Seiten-Buch, sondern Shep, du als jemand, der auch PHP in seinem Leben gemacht hat, kennst ja vielleicht Composer. Ich habe zufälligerweise war ich in der PHP-User-Group mit Nils Adermann, einem der beiden Composer-Entwickler, und der war irgendwie ziemlich genauso alt wie ich. Wir waren irgendwie beide so 18, nur dass er gerade schon studiert hat und ich irgendwie noch zur Schule gegangen bin. Schlauer Typ. Und irgendwie habe ich eine Frage zu regulären Ausdrücken gestellt und wir haben dann 2 Stunden lang über endliche Automaten gesprochen und auf einmal war das so mein Crashkurs in theoretischer Informatik, glaube ich. Ich habe dann plötzlich verstanden, wie das funktioniert und warum das Sinn ergibt und warum viele der regulären Ausdrücke eigentlich keine regulären Ausdrücken sind, aber wir wollen ja jetzt keinen Exkurs zur theoretischen Informatik machen. Ich kann reguläre Ausdrücke schreiben, wenn ich sie selber geschrieben habe und das noch nicht Monate her ist und sie nicht über 30 Zeichen lang sind, dann kann ich sie auch lesen. Aber irgendwie sind reguläre Ausdrücke für mich ähnlich wie CSS so eine Blockchain. Ich kann immer nur hinten Dinge dranhängen. Ich kann niemals irgendwo mittendrin noch mal was ändern. Weil das fängt ja damit an, dass Prettier nicht dazu in der Lage ist, reguläre Ausdrücke, die ich in einem String habe, zu formatieren und Zeilenumbrüche und Einrückungen vernünftig zu machen. Wie soll man das denn dann lesen können, wenn das ein 80-Zeichen-String in einer Zeile ist? Oh, keine Sorge, ich bin gerade schon am Suchen, das Proposal auszugraben, wonach, wo wir schon mal zurückspulen zu irgendwie PHP früher und Composer und so altes Zeug, gab ja früher auch CoffeeScript. Stopp! Composer ist ja kein altes Zeug. Composer gibt's ja heute noch. Und wir hören eben schon mal, Leute haben irgendwann was getutet. Ich habe vor ein paar Tagen was getutet, dass es schon bezeichnendes Zeichen irgendwie ist, dass es seit, keine Ahnung wie vielen Jahren, 10, 15 Jahren oder sowas Composer gibt und niemand relevant
jedes Jahr eine neue Composer-Alternative rausbringt, so wie das irgendwie im JavaScript-Ökosystem ist. Ich weiß nicht, was, ob Bun gerade noch der neue heiße Scheiß ist oder ob es schon was Neues gibt. Aber irgendwie so, Composer funktioniert und ist gut. Das ist irgendwie was, was in JavaScript-Paketmanager noch schwierig ist. Insofern muss ich da jetzt Nils und Jordi verteidigen, wenn du das als altes Zeug darstellst. Ich bin großer JavaScript-Fan, aber Paketmanager können wir uns bei PHP abgucken. Richtig altes Zeug ist doch hier Peer, oder nicht? Das ist ja altes Zeug. Das ist richtig altes Zeug. Das ist richtig altes Zeug. Aber ich meine, hey, komm, fortwährende Existenz ist immer noch nicht irgendwie ein Indikator dafür, dass irgendwie etwas nicht altes Zeug ist. Ich meine, ich existiere auch fortwährend und ich bin definitiv altes Zeug. Von daher, ne, weißt du, also, das wollte ich ja nicht sagen, ey, aber das alte Zeug, auf das ich mich beziehen wollte, war CoffeeScript. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an das. Und es war ja nicht alles schlecht. Unter anderem halt ja, dass sie eine Regex-Syntax hatten, die Whitespace erlaubt hat und in die man Kommentare reinschreiben konnte. Ich erinnere mich gerade nicht mehr, wie das hieß. Und ich versuche jetzt verzweifelt, dieses ECMAScript-Proposal zu finden. Hier Regex? Ja, genau, das war's. Ah, hier. Proposal Regex X-Mode für ECMAScript ist im Moment in Stage. Es ist im Moment in Stage. Wo steht denn das? Oh, eins. Na gut, nicht so wahnsinnig viel. Aber hey, es gibt ein ECMAScript-Proposal, auch diesen X-Mode, wo man das machen kann, in JavaScript einzufügen. Und das wäre super, weil dann wäre es noch besser lesbar als ohnehin schon. Wenn ich mal... Da wolltest du mich jetzt auch mit provozieren, oder? Wenn du mich fragst, sind reguläre Ausdrücke durchaus einer dieser Gatekeeping-Dinger, die wir sehr aktiv in unserer Bubble betreiben. Das ganze Zeug würde... Ich habe mal so ein Buch gelesen, in dem wurde mir erklärt, dass ich keine Abkürzungen benutzen soll in Quellcode. Das finde ich eine relativ schlüssige Herangehensweise. Aha. Und bei regulären Ausdrücken können wir ja nicht mehr von Abkürzungen sprechen, sondern von, oh, da war noch ein Sonderzeichen, das wir nicht benutzt haben, lass dir mal eine random Bedeutung geben. Ja. Und dass es dann noch zwei konkurrierende Standards gibt und sich niemand an die Standards hält, sondern alle eigentlich nur Perl-compatible regular expressions schreiben, die keine regulären Ausdrücke sind, sondern was anderes, macht's ja auch nicht besser. Naja, aber komm, ich meine, oh, wir haben noch ein Zeichen übrig, lass das mal recyceln und irgendwie mit Bedeutung aufladen, hast du JavaScript genauso. Ach, ne? Also hier, ne, so Raute für irgendwie privates Feld. So, das ist genau der gleiche Krempel. Was war dein zweiter Einwand nochmal? Es ist leider etwas spät. Ich merke mir keine Dinge. Naja, jedenfalls die divergierenden Standards, wo sich am Ende niemand dran hält und man gibt sich als irgendwie eine gemeinsame Community aus, aber de facto ist es im Detail dann doch komplett unterschiedlich. Das kennst du in SQL genauso. Das Einzige, woran du dich halt eben störst, ist, glaube ich, dass es halt eben einfach ein durchgehender String ist mit lauter Einbuchstaben. Abkürzungen, ja, sicherlich, aber ich meine, hey, du schreibst irgendwie Class A, Extens B, das sind auch lauter Abkürzungen, wo halt jeder einzelne Token überladen ist mit einer ganzen Menge Bedeutung. Es ist halt nur, sagen wir mal, näher an menschlicher Sprache dran als der kryptische Regex-String. Kryptisch? Darf ich dich da zitieren, wenn du das nächste Mal sagst, dass es lesbar ist? Ja, du hast ja meine Anführungszeichen nicht gesehen, die ich mit meinen Fingern gemacht habe. Ja, okay. Ja, du hast schon recht, das ist das, wo ich mich prima dran störe. Ja, dieses mit dem Standard wäre halt auch toll, wenn es da irgendwie einen von gäbe, fair. Aber du hast also für mich ist das Relevante, dass das halt wirklich, wenn du nicht regelmäßig reguläre Ausdrücke liest und schreibst oder ein total geniales Gehirn mit fotografischem Gedächtnis hast, dann ist es einfach nicht intuitiv lesbar. Und dieses A extends B ist was, wo ich glaube, dass man das sehr viel schneller intuitiv lesbar hat und dann auch dabei bleibt. Auch wenn man die letzten 15 Jahre vielleicht funktionale Programmierung gemacht hat und nirgendwo das Wort Extens verwendet hat, glaube ich, dass man das dann, wenn man das mal gehört hat, sich noch grob dran erinnern kann, was könnte das denn sein? Und reguläre Ausdrücke, weiß ich nicht. Also wenn man sich ein kleines Segment anguckt, okay, aber bei so einem großen, langen String alleine schon zu erkennen, wo muss ich diese Segmente unterteilen? Was ist jetzt ein Sonderzeichen, was eine Bedeutung im regulären Ausdruck hat? Und was ist einfach ein Zeichen, was ich gerade versuche zu matchen? Aber es ist ja dann eigentlich ein Problem deiner IDE. Die müsste eigentlich ein besseres Syntax-Highlighting für eben reguläre Ausdrücke eigentlich anbieten. Das ist halt das Ding. Du bräuchtest Syntax-Highlighting und du bräuchtest auch halt eben so, sagen wir mal,
IDE-mäßige Unterstützung. Also es gibt ja irgendwie so Online-Tools tatsächlich, die dir helfen, einen regulären Ausdruck zu verstehen und zu parsen. Und die machen nicht nur Syntax-Highlighting, sondern die sagen dir halt eben auch so, die geben dir dann so eine Tree-View von wegen, welche Capturing-Groups hast du hier und was matcht diese Character-Class. Die bieten dir halt so eine IDE-Experience. Ich glaube, wir hätten ja auch sicherlich arge Probleme noch zu programmieren ohne Syntax-Highlighting. Also im Grunde egal, was es ist, oder? Also sei es CSS, HTML, JavaScript oder auch PHP. Ja. Aber ich glaube, dass das Entscheidende nicht war, dass wir Syntax-Highlighting haben. Das ist auch jetzt wertvoll und gut und wichtig, dass wir es haben. Und ich will nicht mehr ohne. Ich drucke mir auch meinen 20 Jahre alten PHP-Code aus mit Syntax-Highlighting. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir nicht mehr Assembler in Nullen und Einsen schreiben, sondern dass wir da Abstraktionsschichten drauf gefunden haben. Und es gibt so Libraries, die einem reguläre Ausdrücke generieren, wo ich dann irgendwie so schreibe, keine Ahnung, starts with und dann hier kommt der Digit und dann, keine Ahnung, capture da mal irgendwie was oder sowas. Also wenn es eine high-levelige Bibliothek, das Wort high-levelig gibt's nicht, oder? Ja. Okay. Danke. Wenn es eine high-levelige Bibliothek oder Sprache gibt, die das Gleiche abbildet wie reguläre Ausdrücke, aber mit Wörtern, dann sind wir, glaube ich, bei dem, was auch Programmierung heute zugänglicher macht, dass wir eben Sprachen wie PHP, JavaScript oder auch gute Programmiersprachen haben, wo mit denen man arbeiten kann. Also ich glaube, wenn ich jetzt die Wahl habe, Syntax-Highlighting aufgeben oder Sprachen, die auf Assembler, die höher levelig sind als Assembler. Ich müsste mich für eins von beiden entscheiden. Würde nicht Syntax-Highlighting gewinnen. Naja, was du ja im Prinzip dann bräuchtest, um das irgendwie schöner zusammenzubauen, also du könntest ja konzeptionell so eine Art Query-Builder für reguläre Ausdrücke halt machen. Ja, und jetzt sind wir aber wieder bei deinem Ding. Ich will das ja nicht in meinem Framework machen, weil dann haben wir wieder 700 Implementierungen davon, sondern Ich fände das gut, wenn wir einfach akzeptieren würden, reguläre Ausdrücke waren mal ein gutes Werkzeug, aber sind das XML-HTTP-Requests des String-Parsings? Und wir brauchen jetzt, Fetch ist ein scheiß Beispiel. Ne? Ist das jQuery und jetzt, wir brauchen das Popover. Wir brauchen das Popover, was jQuery obsolet macht. Für reguläre Ausdrücke. Und es gibt Oder es ist halt quasi die Class-Notation anstatt des prototypischen Inheriten. Ja. Also dass es einfach irgendwie, dass man das Gleiche am Ende formuliert, aber irgendwie in einer angenehmeren Syntax letztlich. Ne? Genau, also du willst sozusagen regex als Primitive weiter behalten, so wie man halt auch eine SQL-Query raw schreiben kann, aber man kann halt eben auch durch sein ORM oder durch seinen Query-Builder gehen, wenn man gerade Dringenderes zu tun hat, als irgendwie die Syntax zu parsen. Genau, wir hatten wir haben ja vorhin den Alexander Lichter auch erwähnt und als wir den zu Gast hatten, haben wir auch über UnJS gesprochen. Das ist ja im Prinzip so eine Library-Sammlung von so, die das sind alles so sozusagen Abfallprodukte, also aber in Anführungszeichen so Spin-Offs, die so aus diesem ganzen View-Universum kommen. Also so, wir mussten Problem X lösen, da haben wir diese Library geschrieben, so hey, die können wir aber auch extrahieren und einzeln veröffentlichen. Und da gibt's eben dann auch dieses Magic Regexp-Paket. Und das ist genau das, was du meinst. Also da kannst du sozusagen in normaler Sprache diese Dinge formulieren und dann kompiliert ihr das im Hintergrund dann den entsprechenden Regex zusammen. Ich habe gerade direkt schon mal draufgeklickt, als du den Link geteilt hast. Hätte deswegen beinahe übrigens die Aufzeichnung abgebrochen, aber ich konnte es noch abwenden. Wenn ich mir das so angucke, das geht genau in die Richtung, was ich mir vorstellen würde. Und das hat dann vor allen Dingen noch den Vorteil, dass Git-Diffs lesbar sind. Also wenn in so einem regulären Ausdruck irgendwo an 731. Stelle was geändert wird, kann es kein Mensch in einem Diff wirklich erkennen, was da die Änderung ist. Und hier ist das auch in dem Diff dann perfekt erkenntlich. Das stimmt wohl, ja. Ja, das ist wahr. Das ist richtig. Ja, aber das ist genau das, was mir vorschwebte. Exakt. Query Builder. Also so würde ich mich halt an SQL ranmachen. Ja. Durch diese Membran.
Wofür ich übrigens reguläre Ausdrücke immer sehr gerne benutze, ist, wenn ich irgendwelche Daten habe in einem Format, das ich aber so nicht haben möchte, also CSV und ich will JSON oder ich habe JSON und will aber CSV oder so, dann gehe ich immer auf regexer.com, glaube ich, ist das. Und dann packe ich da immer das quasi so das Ausgangsformat rein und schreibe dann mit regexen, transformiere ich mir das dann in das Format, wie ich es brauche. Finde ich immer sehr praktisch. Ansonsten arbeite ich also hier und da mal damit, versuche das aber so ein bisschen zu begrenzen, weil das ja auch, je nachdem wie große Strings das sind, die man dagegen wirft, schon ganz schön Zeit frisst oder Leistung. Genau, so dass ich das dann oft sozusagen flankiere, dass ich so erstmal so Index off oder so, solche Geschichten auf Strings mache, um zu gucken, hat der denn überhaupt den Bestandteil, der ihn qualifiziert, dafür, dass ich dann noch überhaupt mit regex darin suche. Und genau, also so handhabe ich das eigentlich meistens. Mhm. Ja, das ist natürlich vernünftig, aber am Ende des Tages, für den Job gibt es halt nichts anderes, ne? Je nachdem, also ich meine so, ich weiß noch, dass wir beide haben doch vor Äonen mal einen CSS-Parser in PHP geschrieben, auch übrigens, hier der Peter auch übrigens. CSS-Parser in den größtmöglichen Anführungszeichen, bitteschön. Genau, also wir haben so eine Art SAS, aber mit PHP gebaut, dessen Name Turbine war. Genau. Ich weiß nicht, ob es das noch irgendwo, also irgendwer hatte das dann übernommen. Und ja, das, hier, Link ist im Chat, Link ist in den Shownotes. Ach, super, perfekt, also auch in den Shownotes. Genau, und da, glaube ich, haben wir anfangs eben auch es uns leicht zu machen und mit regexen rumgewurstet, bis wir dann irgendwann eingesehen haben, dass man einfach keine Sprachen per regex irgendwie vernünftig parsen kann. Also dann haben wir eben so einen richtigen Tokenizer dann gebaut. Richtigen mit den größten Anführungszeichen, die man sich vorstellen kann. Ja. Naja, also gut genug für unsere Zwecke zumindest. Das stimmt. Es gab Limitierungen noch und nöcher, aber am Ende des Tages, Ich würde auf dieses, es gibt keine Alternative, ganz kurz noch eingehen. Wir haben ja mit dem UnJS-Projekt da, wie ist es, Magic Expressions, gibt es ja eine Alternative. Das ist ja irgendwie das jQuery oder das React oder das XJS nur für reguläre Ausdrücke. Bis jemand in den Browser was Vernünftiges einbaut, benutzen wir halt das. Und wenn das im Browser eingebaut wird, wahrscheinlich müsste das jemand in Rust bauen, wenn wir mal ehrlich sind. Weil dann landet das relativ schnell in ganz vielen Tools drin. Unter anderem gibt's ja so einen Browser, der in Rust geschrieben ist. Und ich würde mir das jQuery für reguläre Ausdrücke in der Masse durchaus wünschen. Und dann irgendwann bauen es die Programmiersprachen alle ein. Ja, vielleicht. Aber ich würde halt tatsächlich, bevor ich es im Browser sehen wollen würde, müsste sowas echt durch ein paar Libraries ordentlich durchiteriert werden. Ja. Dass man das jQuery und das MooTools und das XJS gesehen hat, bis man da sozusagen wirklich was rausdestillieren kann, das alle haben wollen. Sag mal, Christian, kennst du eigentlich die Programmiersprache MUMS? Nein. Massachusetts General Hospital Utility Multiprogramming System. Kennst du nicht, ne? Ist auch ein bisschen speziell. Ich schiebe jetzt mal hier in den Chat einen Link rein zu Wikipedia. Geh mal bitte zu Reserved Words und schau dir mal die beiden Code-Samples an und sag mir mal, wie du die findest. Auf einer Skala von 10 sehr gut bis 0 um Himmels Willen. Ich bin sprachlos. Ach du Scheiße. Das ist toll, weil das nämlich signifikanten Whitespace hat und deswegen darf man nicht zu viele Zeilenumbrüche machen, weil das Programm sonst nicht mehr funktioniert, wie man es eigentlich haben möchte. Und das führt halt dazu, dass man Variablennamen grundsätzlich in einen Buchstaben packt, wenn es nur irgendwie geht. Das erinnert mich an Google und Go. In Go. Ach, das ist unfair. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber als ich mir das letzte Mal Go angeguckt habe, gab es da so eine Regel, dass die Variable this, die es bei denen nicht gibt, die heißt irgendwie Receiver und die soll maximal ein Zeichen lang sein, idealerweise. Steht in dem Best Practices Coding Standard von Go. Stand damals. Mag alles falsch sein. Einfach um sicherzugehen, dass es nie mehr als 26 verschiedene davon gibt. Ihr als Experten für dieses Internet. Kennt ihr dieses HTML Best Practices Dokument von Google? Nee. Der Google HTML und CSS Style Guide. Entschuldigung, das ist der korrekte Name. Okay. Ich kann ja kein HTML, aber
Das ist so das eine, wo ich Leuten immer erzähle, dass ich dann doch ein bisschen was mitbekommen habe. Ich packe den Link hier in den Chat. Und dann guckt ihr euch mal an, was Google da als not recommended und recommended das HTML definiert. Mhm. Ist nicht ganz so schlimm wie Peters Code, aber Okay, ja, ja. Okay, das ist natürlich die Frage. Das, was Peter gerade geschickt hat, glaube ich, kann man nicht vorlesen. Ich glaube, das hier kann man durchaus relativ gut zusammenfassen für diejenigen, die nur einen Audio-Stream hier haben und nicht auf Links klicken. Die grobe Zusammenfassung ist, dass Google sagt, Tags sind optional, alle Tags, die optional sind, weglassen. Schließende Tags brauchen wir auch nicht an jeder Stelle, die könnt ihr weglassen. Und das recommendete HTML von denen ist irgendwie, wir haben einen Doc-Type, dann haben wir den Title-Tag, in dem Title drin steht, und dann gibt es einen Paragraph, den wir nur aufmachen und nicht mehr schließen. Also sowas wie ein Head-Tag lassen wir weg, Body lassen wir weg, ist komplett überflüssig. Schließende Tags, wo sie nicht Not tun, auch überflüssig, lassen wir weg. Habe ich immer viel Freude dran, wenn Leute mir irgendwas von, wie man richtiges HTML schreibt, dann gebe ich denen über diesen Link mit, das ist der Google HTML-Style-Guide. Ich habe keine Ahnung, ob wir doch über Best Practices reden sollen oder das Web nicht einfach als gescheitert ansehen sollen. Naja, nee, das Ding ist halt, ich würde durchaus Google recht geben, aber halt aus der Perspektive, das will ich gerne als Output aus meinem Mach-alles-Minifier-Tool sehen wollen. Mhm. Ob ich das halt wirklich jeden Tag so schreiben wollen würde, wenn ich nicht gerade darauf aus bin, Leute zu gruseln, wahrscheinlich eher nicht, aber ist ja auch für mich die Quintessenz. Webserver soll das machen und fertig. Oder meinetwegen der Bildprozess, wenn man sowas hat, aber nicht, das sollte nicht der Code sein, den ich schreibe. Aber ich finde es trotzdem immer wieder schockierend. Genau, also in dem Beispiel hier ist halt einfach nur der Doc-Type, dann kommt das Title-Element und dann kommt ein öffnender Paragraph und das war's. Also, und alles andere füllt der Browser eben ein, weil das so definiert ist im HTML5-Parser. Dass eben Title muss im Head sein, kann nicht woanders sein. Und sobald eben ein Element auftaucht, was nur im Body sein kann, wird er dann stillschweigend geöffnet und das alles reingesteckt und fehlende schließende Tags eben hinzugefügt. Ja, wobei man ja bei den schließenden Tags in den jeweiligen JavaScript, nicht JavaScript, HTML-Engines der Browser, auch in Unkenntnis von irgendwie C++, sehr gut so nachvollziehen kann, dass so gewisse Dinge wie schließende Body-Tags einfach so in Inhalt so dem Parser einfach nicht verarbeitet werden, weil die genau wissen, dass es halt egal ist. Danach kommt eh nur noch das Ende. Und wenn danach noch was kommt, ist es egal. Also das kann man halt einfach sich durch Code-Kommentare auch sehr gut erschließen. Wie oft liest du Browser-Code? Nur so sehr selten, weil ich damit tatsächlich wenig anfangen kann. Also speziell der Firefox-Code ist für mich gänzlich unverständlich. Also ich kann ja wirklich kein C++0. Aber zumindest irgendwie so Funktionssignaturen, wer ruft wen auf, das kann ich halt bei Google noch einigermaßen nachvollziehen, weil ne, da sind halt Funktionsdefinitionen und die rufen andere auf, das kriege ich noch hin. Aber im Firefox, wenn die da irgendwie so ihre Template-Metaprogrammierung machen, bin ich sowas von raus. Also mache ich halt wirklich nur, wenn ich irgendwas ganz, 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 ganz genau machen will, und das ist irgendwie so einmal alle 4 Jahre, würde ich sagen, gucke ich da rein. Und dann scheitere ich meistens mit, ich komme zu keinem Ergebnis. Weil, kann ich halt nicht. Alle 4 Jahre ist trotzdem Vielfaches von mir. Ich kann mich an einmal erinnern, wo ich Browser-Code gelesen habe. Insofern. Was hast du gesucht? Ich habe mal quasi einen Passwortmanager mitentwickelt. Und das Problem war, dass die Browser, wir wollten die Browser austricksen, dass sie nicht mehr erkennen, dass es ein Passwortfeld ist. Weil wir verhindern wollten, dass dieses Passwort-Speichern-Dialog auftaucht. Und in irgendeinem Browser, Chrome oder Firefox, funktionierte unser Mechanismus, um das zu verhindern, nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann halt den Quellcode durchsucht und bin dann darauf gestoßen, dass die sich merken, ob ein Feld irgendwann jemals ein Passwortfeld war. Und wir haben, glaube ich, den Type von Type Password auf Type Text oder ich weiß nicht was geändert, Type Hidden. Auf Type Hidden haben wir den geändert. Vom Submit, und das hat früher halt ausgereicht, dass dieses der Modal mit, willst du das Passwort speichern, nicht mehr aufgetaucht ist, aber irgendwann hat das dann nicht mehr geklappt, weil sie sich gemerkt haben, das Feld war mal ein Passwortfeld. Ja, und ich glaube, wir haben dann am Ende das Feld gelöscht und neu hinzugefügt und dann ging es auch, war schön, aber da habe ich mich durch die Untiefen von Browser-Code gewühlt. Mhm. Ah,
Okay, und bist dann auch zu dem Ergebnis gekommen, dass du jetzt gerade... Ich frage mich, ob ich mir von dem C++-Menschen meines Vertrauens da Unterstützung geholt habe, ob ich selber geschafft habe, das weiß ich nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass ich den Code dafür gelesen habe und ich konnte ihn nachher verstehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn selber gefunden habe. Mhm. Okay. Ja, ich habe nach Mutation Observer Verhalten gesucht. Ich hatte ja mal dieses Experiment gestartet, dass ich irgendwie so 100.000 Mutation Observer habe antreten lassen gegen einen Mutation Observer, auf dem 100.000 Callbacks registriert sind, und wollte rausfinden, was schneller ist. Und da war halt so eine ganz seltsame Lazy-Initialisierungslogik damit am Start. Also ich werde den Blogpost in den Shownotes verlinken. Und ich hatte hier, ist halt so das Gesamtergebnis von der Performance-Laufzeit. Und das war irgendwie so, was ich halt so erwartet hatte. Also da passiert halt eine ganze Menge Zeug, so über verschiedene Dinge verteilt. Aber dann hatte ich dieses sehr, sehr, sehr seltsame Verhalten, wo, wenn ich dann halt die erste Mutation ausgelöst habe, dann kam ich diesen Chart hier. Wo so einmal ganz, ganz lange der auf irgendwas rumgerattert ist und dann sind die ganzen Funktionen abgefeuert worden, super, super schnell. Das heißt, da gab es irgendeine Mechanik, die so lazy bei der ersten Mutation erst zu einer Initialisierung geführt hat, was dann halt mehrere Sekunden dauerte, und danach wurden halt die einzelnen Funktionsaufrufe super schnell abgearbeitet. Und da habe ich nach der Ursache gesucht und da bin ich halt echt nicht schlau geworden, weil das wirklich, also wie man sich sicherlich vorstellen kann, Mutation Observer schon ein ziemlich vertracktes Ding ist. Oder ja, kaum konnte ich zumindest irgendwie rausfinden, was so das richtige Modul ist, in dem ich da gucken muss. Bei Firefox war ich komplett aufgeschmissen. Irgendwer muss diese Forschung auch durchführen. Ja, tja. Und das bist halt du. Ich habe immer noch das mit dem Intersection Observer, was wir letztens besprochen haben, noch nicht ausreichend gut zum Funktionieren bekommen, um das mal zu bauen. Mhm. Übrigens, es ist ja im Grunde, das mit dem Glücksrad ist ja im Prinzip nur so ein Feigenblatt, denn wir schweifen ja im Grunde nur ab. Das kann ich gut. Ich habe jetzt was Neues verbaut, was noch nicht mal in der MDN drin steht. Und das ist, hat auch mit dem Intersection Observer zu tun. Der kann nämlich, also wenn du irgendwelche Sachen sozusagen, wenn du die lazy initialisieren willst oder irgendwas mit denen machen möchtest, wenn die ins Bild kommen, benutzt du den ja. Mhm. Und du kannst ja dann über das, also im Root kannst du ja angeben, was sozusagen dein Intersection-Bereich ist, also welches Element sozusagen intersected werden muss, damit eben der Intersection-Observer dann sagt, jetzt ist es am Intersecten oder eben nicht. Und du kannst mit Root Margin kannst du diesen Bereich dann künstlich nochmal vergrößern oder auch verkleinern. Geht ja beides. Mhm. Wo das nicht funktioniert, ist, wenn du so Scroll Areas hast. Also wenn du Dinge hast, die quasi hinter der Scroll Area geklippt sind, dann kannst du diese Scroll Area nicht nehmen und eine Root Margin erweitern. Denn die Sachen bleiben trotzdem geklippt. Die sind also immer noch nicht da. Also selbst wenn du sozusagen virtuell... Ich habe das nicht verstanden. Also überhaupt nicht. Das musst du mir jetzt nochmal irgendwie an einem Beispiel darlegen. Naja, sagen wir mal, du hast einen horizontalen Scroller. Jo. Und da sind 10 Elemente drin und es sind immer nur 3 gleichzeitig sichtbar. Mhm. Und du möchtest aber gerne, dass auch vielleicht das Element, was noch nicht sichtbar ist, aber so gerade so verdeckt ist, also das erste verdeckte Element, dass das schon mal initialisiert wird, damit, wenn der Scroller dann dieses Element ins Bild scrollt, damit das Element dann schon fertig ist. Okay, also was auch immer du da tust. Die Dinger, die in View sind, werden initialisiert, plus links und rechts die als nächste in View kommen würden. Genau. Du könntest zum Beispiel, oder im einfachsten Falle sind das Bilder, weil ich glaube auch das native Lazy Loading von Bildern in den Browsern kann Bilder nicht schon antriggern, wenn die eben in so einem Scroller versteckt sind. Also das funktioniert nicht. Das heißt, erst wenn du die reinscrollst, dann sagt der Browser, oh, jetzt sind die ja sichtbar, ich muss das schnell laden, das Bild, und du bekommst es mit. Mhm. Und du könntest halt mit dem Intersection Observer im Grunde hingehen und so ein bisschen dem Browser helfen und dann sagen, ich ändere das Loading-Attribut auf eager in dem Moment, wo eben diese Bedingungen, die ich gerne hätte, zutreffen. Mhm. Genau, und du,
Aber das ist mit dem Intersection Observer normalerweise eben genauso wenig möglich, wie das eben bei dem Lazy Builder Loading ist. Und es gibt aber jetzt eine neue Option, mit dem du den konfigurieren kannst, und das sind die Scroll Margins. Da kannst du dann in die Scroll Areas hineinschauen noch, um die Menge Pixel, die du da eben angibst. Oder du kannst auch Prozentwerte sagen. Und das habe ich benutzt, weil das jetzt in Chrome seit, glaube ich, Chrome 125 oder so supported wird. In den anderen Browsern noch nicht. Aber das schadet dann eben nicht. Und da habe ich festgestellt, dass das noch nicht in MDN drin steht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt den Unterschied zwischen Root Margin und Scroll Margin verstanden habe. Es tut mir echt leid. Ja, also mit dem Root Margin mache ich ja sozusagen mein Root Margin ist das Ding, das intersecten muss, und das kann ich künstlich vergrößern. Und ich würde jetzt naiv sagen, das wäre doch der Effekt, den ich haben will. Das Bild fängt schon mal an zu lazy loaden, wenn es eben diesen vergrößerten Margin betritt, auch wenn der noch nicht sichtbar ist. Oder das Problem ist tatsächlich, wenn die Vergrößerung auch über den sichtbaren Bereich hinausgeht, ist das Problem. Genau, also der Root Margin würde eben nicht die Clip Area vergrößern. Die würde sozusagen nur den betrachteten Bereich vergrößern. Ah. Die Clip Area bleibt, wie sie ist. Aber das Scroll Margin, das macht das im Grunde. Verstehe. Genau. Wo hast du das her, wenn du das nicht bei MDN finden konntest? Ich hatte das irgendwann mal irgendwo mitbekommen und habe dann danach gegoogelt und bin dann aber fündig geworden nur bei Chrome Status, glaube ich. Also da das Chrome Status ist ja im Prinzip, was für Specs shippt der Chrome oder an welchen arbeitet der, oder so Intent to Implement, Intent to Experiment nennen die das ja dann immer. Und genau, hier, warte, Link kommt. Und bei Kenner Use ist es auch aufgeführt, tatsächlich. Nein, da bezieht sich dieses Scroll Margin, glaube ich, auf, du kannst ja Scroll Margin auch auf auch normale CSS verwenden. Ja. Und da vergrößert das, also es gibt Scroll Margin und Scroll Padding. Und damit kannst du zum Beispiel sowas machen, wie wenn du zu einer Sprungmarke scrollst und du hast so einen Sticky Header, dann ist ja macht der Browser ja eigentlich immer, dass diese Scrollmarke quasi bis an die obere Kante des Browsers gescrollt wird. Und wenn du dann aber einen Sticky Header hast, liegt der da drüber. Mhm. Und das ist halt doof. Und mit Scroll Margin oder Scroll Padding, ich weiß nicht, eins von beiden, kannst du eben so ein Offset da reinsetzen. Ja, nee, das ist mir klar. Aber ich meine, der sagt hier wirklich Intersection Observer API Scroll Margin bei Can I Use. Echt? Okay, da hatte ich nämlich geguckt und habe nichts gefunden. Vielleicht ist es ja auch schon ein bisschen neu. Okay. Ja, dann ist es da drin gelandet. Vielleicht ist es ja auch in MDN jetzt drin. Sieht nicht so aus. Ich habe es jedenfalls da nicht gefunden. Oder ich habe nicht gründlich genug geschaut. Scroll Margin. Doch, naja, steht auch da in der Kompatibilitätstabelle drin, weil klar, ist ja gleiche Datenbasis. Aber es wird nicht genauer erklärt. Es wird nur gesagt, Scroll Margin gibt's, beziehungsweise halt eben nicht, je nach Browser. Bei MDN ist das jetzt drin? In der Kompatibilitätstabelle, nicht im Fließtext. Okay, ja, immerhin. Das hatte ich nämlich da auch noch nicht drin. Okay, dann ist das jetzt neu dazugekommen. Ich habe da mal eine Frage in eure Richtung als diejenigen, die das Web als Plattform verstehen und die mit Browsern umgehen können. Ich erinnere mich, dass ich tatsächlich die API auch schon mal verwendet habe. Aber in meiner Erinnerung fand ich das sperrig und nicht angenehm zu benutzen. Ist das für euch auch so, oder war das für euch, hey, das ist intuitiv, das macht Spaß? Ich würde sagen, das ist auch sperrig und unangenehm, aber ich weiß halt, warum das so ist, und deswegen akzeptiere ich das, weil so gleiche Problematik wie, also es ist ja ein sehr spezifisches Problem, das gelöst werden kann, und da muss man halt durch die Konstruktion der API und die, sagen wir mal, das Einfügen von der asynchronen Arbeitsweise. Also das ist notwendig, damit sowas existieren kann in performanter Weise, und dadurch ergibt sich die Sperrigkeit. Chap sagt, wenn ich Blech rede, aber so ist das doch zumindest beim Mutation Observer. Ja genau, die Observer sind ja alle also asynchron, deswegen sind es ja keine Events. Genau, früher gab es ja tatsächlich Mutation Events, ne? Das war ja mal eine Idee, aber weil die halt nicht asynchron sind, musste man eine andere Konstruktion finden.
Ich glaube, das für mich gar nicht das Asynchrone, das Sperrige war, eventuell war es einfach so, dass ich ein relativ, ich erinnere mich nicht an den Fall, aber ich glaube, bei mir war das so und ich möchte gucken, ob das eine Element innerhalb des anderen ist oder ob es im Viewport ist. Eins von beidem. Irgendwie, das wollte ich einfach nur überprüfen. Und irgendwie war mein Gefühl, da würde ich mir eine einfachere API für vorstellen. Ich weiß, welche du wolltest. Ich weiß, was dein Problem war und was du wolltest. Und dafür gibt es auch eine einfache API. Das ist Check Visibility, heißt die. Du kannst gibt's es schon immer. Also gibt es die schon? Nee, die ist relativ neu, aber es haben wir irgendwie letztens. Wann haben wir das gehabt? Ich glaube, angesichts. Vorletzte Revision. Genau, angesichts von Safari-Updates-Zeug. Mhm, genau. Okay. Und, oder genau, 611 oder 612. Die Browser unterstützen das, glaube ich, jetzt alle. Und du kannst damit halt einfach prüfen, ob ein Element gerade sichtbar ist oder nicht. Kann ich auch mitkriegen, wenn es sichtbar wird und verschwindet? Das geht damit nicht. Das nee, ist genau. Da brauchst du den Intersection Observer dann wiederum dafür. Genau, das ist ein imperativer Call, wo du sozusagen feststellst, was ist jetzt Phase und hinterher kannst du dann ja, könntest du einen Observer dranhängen, um dann mitzukriegen, ändert sich der Zustand. Aber das heißt, für dieses ist es gerade sichtbar, ja, nein, muss ich immer noch einen Intersection Observer implementieren oder halt eine Library, die da drauf setzt, oder halt dann XJS einbinden, um bei dem Narrativ von vorhin zu bleiben. Also wenn du darauf reagieren willst, schon. Ja, wenn ich darauf reagieren manchmal will ja. Man ja auch wirklich so spontan wissen, so ist es gerade irgendwie, ist es gerade sichtbar oder nicht. Genau, wobei ich glaube, der Unterschied bei Check Visibility war doch zum Intersection Observer, der Intersection Observer, der bezieht das immer auf quasi einen Ausschnitt. Während, glaube ich, Check Visibility generell sagt, ob ein Element eben ist es halt nicht Display None, ist Visibility nicht auf Hidden und ist Opacity nicht Null, solche Geschichten. Aber es könnte, glaube ich, theoretisch auch außerhalb des Viewports gerade rumlungern und würde dann trotzdem als Visible zurückgegeben. Genau. Weil man könnte ja dahin scrollen und dann wäre es ja zu sehen. So ist es. Ich glaube, die Idee mit Framework ist halt gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, das ist wirklich so low-levelig und so optimierend. Da gibt's halt genau zwei Use Cases. Entweder man ist Shep und macht halt Lazy Loading Images, so dass man da auch noch wirklich die letzte Millisekunde irgendwie rauskratzt. Oder halt eben, ich würde halt erwarten, wenn ich mein Component-Driven Framework habe, dass das Komponenten nicht neu rendert, für was immer das auch meint, wenn sie nicht sichtbar sind. Das müsste halt dann auf der Ebene eingezogen werden. Das ist, was ich vorhin meinte, mit was ich nochmal probieren müsste mit irgendwie Web-Components. Weil die bieten ja sozusagen, dadurch, dass ein eigenes HTML-Tag sind, quasi einen natürlichen Hook, in dem man einen Intersection-Observer reinhängen könnte, wo man dann einfach gucken kann, bin ich gerade sichtbar oder nicht? Was mache ich mit irgendwelchen Updates, die reinkommen? Ja, nein, vielleicht. Ja, nein. Weil ich habe in meinem Leben die ein oder andere Website Performance optimiert, weil Google eine Rolle spielt, für Google-Platzierung eine Rolle spielt. Und irgendwie waren das aus Versehen immer React-Anwendungen. Leute haben dann React benutzt für Seiten, die bei Google hoch im Index stehen sollten. Und da spielt dann Server-Side-Rendering oft eine Rolle. Und im Server-Side-Rendering müssen diese Komponenten alle gerendert werden, auch wenn sie nicht above the fold sind, wie man irgendwie neudeutsch sagt, auch wenn sie nicht sichtbar sind. Die müssen gerendert werden. Das HTML muss rausfallen, weil ansonsten wird es nicht von Google indiziert. Jo. Könnte man natürlich wieder hergehen und sagen, ja, dann machen wir das halt für Google so und für User anders. Das mag Google aber irgendwie auch nicht. Und dann, glaube ich, kommt man halt relativ schnell bei dem an, was Shep auch gerade geschildert hat, wenn wir dann von den Bildern reden. Die Bilder sollen halt nicht alle vom Client geladen werden, sondern erst kurz, bevor ich dahin scrolle. Und da bin ich komplett bei Shep, wenn Performance-Optimierung eine Rolle spielt, dann eben kurz, bevor ich dahin scrolle. Und ich glaube, solange Browser mir dafür keine API liefern, um das mit drei Zeilen zu bauen, oder um ehrlich zu sein, mit einem Attribut, was ich auf dem Bild setze, nämlich lad das Bild mal kurz, bevor es sichtbar wird. Na, das hast bis du ja. Bis dahin brauchen wir Frameworks. Na, du hast ja dieses Loading gleich lazy, das unterstützen ja, die Browser ja alle. Das ist dann, wenn es sichtbar geworden ist und nicht kurz vorher. Also, auch. Nee, also im Grunde schon kurz vorher. Also die haben schon, also natürlich jeder Browser hat da so eine andere Pufferzone, die er da aufbaut. Und es hängt auch immer davon ab, mit welcher Geschwindigkeit du im Netz unterwegs bist. Zum Beispiel, je langsamer du bist, desto größer wird die Pufferzone. Einfach, weil das Bild länger lädt. Das heißt also, wenn die gleich knapp wäre, dann würdest du das Bild halt nicht sehen, weil dein 2G oder was weiß ich, oder Slow 3G dann zu langsam wäre. Genau, aber das
funktioniert eben dann noch nicht für diesen Scroll-Clipping-Fall, also wo Elemente dann darunter versteckt sind. Also es wird wirklich eher so die Position im Viewport betrachtet generell. Und ich würde sagen, das ist ja wirklich eine gute Lösung für die meisten. Ich glaube, Shep's Szenario ist ja schon ein eher spezielles, ins Exotische tendierende. Ich würde auch davon ausgehen, dass die Browser das dann, wenn sie das als API exponieren können, dass sie das dann auch in die interne Build-Lazy-Loading-Logik mit einfließen lassen. Shep, hast du eigentlich verifiziert, dass dieses Verhalten von dieser Scroll-Area mit den Bildern, also dass das so, wie es jetzt ist, auch korrekt ist? Wie meinst du das? Also, du willst ja dieses Lazy-Loading optimieren in deinem horizontalen Scroll-Mechanismus, verstehe ich das richtig? Mhm. So, und du hast ja einen Ist-Zustand, wie sich diese Bilder da verhalten. Ja. Ist der korrekt? Entspricht er den Spezifikationen? Nee, habe ich nicht überprüft. Das sollte man nämlich mal gucken. Ich habe letztens irgendwie tatsächlich HTML-Parser-Bug im Firefox gefunden und habe dann so gemerkt, okay, die kochen auch nur mit Wasser und bauen ganz normale Bugs ein. Und ich hatte ja einen Babel-Bug gefunden, wo sie irgendwie ihre Plugins falsch rumsortieren und sagen, warte halt bis Babel 8, dann reparieren wir das. Also so ganz basale Sachen. Seitdem ist plötzlich in meinem Kopf so die Sache, hey, vielleicht sind einfach die Entwickler von der Software, die wir jeden Tag benutzen, auch nur Menschen. Und vielleicht ist das, was die ja machen, überhaupt gar nicht richtig. Und du kannst einfach irgendwann sagen, hey Leute, Spezifikationen sagen das und das. Hier ist die Demo, die demonstriert, eure Browser machen es falsch. Und dann löst du das Problem auf die Weise. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Müsste ich mal gucken, was da spezifiziert ist. Aber ich vermute, oder meine Vermutung wäre, dass, was so Loading Lazy angeht, das relativ vage bleibt. Einfach um den Browsern die Freiheiten zu geben, das eben umzusetzen, wie sie meinen, dass es am besten wäre. Davon ist auszugehen, aber trotzdem, im Prinzip hast du ja sozusagen, also das Problem ist ja in beiden Fällen das gleiche. Du scrollst die Seite runter oder du scrollst horizontal durch die Gegend, aber du scrollst halt so rum. Also ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht irgendwie gleich behandelt werden sollte. Ja, ja, genau, das wäre auch meine Erwartungshaltung, deswegen bin ich dann ja hingegangen und hab das halt gefixt. Also es soll eigentlich so sein, egal wie das jetzt passiert, wie das zustande kommt, wenn ein Bild oder wenn meine Leitung schnell genug ist und ein Bild im Prinzip, sobald ich anfange es zu sehen, dann sollte es da sein und nicht erst dann beginnen zu merken, dass es jetzt laden muss oder so. Ja. Ich bin übrigens komplett abgedriftet, weil ich versuche zu verstehen, warum wir das trotz Loading Lazy, warum wir da JavaScript-Code brauchten. Also ich lese gerade Git Blames von vor 4 Jahren, um rauszufinden, warum wir Loading Lazy gesetzt haben und trotzdem noch mit JavaScript versucht haben, schlaue Dinge zu tun, aber ich finde es nicht raus. Okay. Ja, also wir hatten halt das Problem bei uns im Projekt, dass so die ersten iOS-Versionen, die Loading gleich Lazy unterstützt haben, dass wenn man das da benutzt hat, dass das dann zum Absturz des Browsers geführt hat, also auf iOS. Genau, und immer wenn wir das eben abgeschaltet haben und durch eine reine JavaScript-Lösung ersetzt hatten, dann war es okay. Ich lese gerade, dass iOS das auch erst 2020 eingeführt hat, kann das sein? Ja, also so viel älter ist das Feature insgesamt auch gar nicht. Oh, also das, okay. Genau, das ist schon grundsätzlich okay, aber genau, wir haben, ja, das war ein bisschen merkwürdig. Also wir haben auf jeden Fall auch so Produktübersichten gehabt, wo sehr viele Bilder waren und irgendwann hat sich der dann anscheinend verschluckt. Und iOS ist ja dann auch das, da gibt es dann keinen Fehler, der stürzt dann ja einfach, der ist dann einfach weg. Und dann kannst du halt noch durch die Logs gucken. Und da konntest du halt sehen, dass es eben mit diesen Bildern zu tun hatte. Und das hat man dann, glaube ich, mit iOS 14 probiert. Ging nicht. Dann haben wir es wieder ab. Wir haben einfach nur einen Feature Flag dafür. Und dann ist iOS 15 rausgekommen, haben wir das Feature Flag wieder umgedreht, haben wir auf Staging geguckt. Also wie sieht's jetzt aus? Ah, scheiße. Also ist besser geworden, aber stürzt halt doch immer ab. Okay, wieder aus. Genau, und jetzt sind wir ja noch mal, jetzt sind wir, glaube ich, bei iOS 17. Oder was? Mhm. Und jetzt sieht es gut aus. Also jetzt haben wir es auf Staging an. Und
werden es dann vielleicht auch tatsächlich nach Production bringen. Sehr schön. Aber das erklärt dann zumindest, warum ich dachte, das wäre nicht... Dann haben wir anscheinend 2020 diesen Code geschrieben mit dem Loading Lazy, ohne dass es getan hat. Ohne dass ja, es oder ihr habt, vielleicht habt ihr ja, vielleicht habt ihr das, ja, also ich kann mir vorstellen, dass ihr 2020 das Attribut eingebaut habt, weil ihr eben Wind bekommen habt, dass es das gibt. Aber Chrome war halt dann eben der erste Browser, der es unterstützt hat. Und dann habt ihr halt eure JavaScript-Lösung dennoch für die anderen Browser gehabt und wahrscheinlich so ein, habt dann wahrscheinlich so ein Feature Detection drin gehabt. Sowas Optimist. Wie, ja, genau, was anderes würde aber keinen Sinn machen. Dann würdet ihr quasi doppelt auf dem gleichen Ding da rumwurschteln. Ich vermute, dass es passiert. Ich weiß, es ist bei mir halt auch einige Jahre her, dass ich im Projekt aktiv war. Und wahrscheinlich haben die dann in den Jahren danach die Probleme gehabt, die du auch gerade geschildert hast, dass denen das der Safari auf dem iOS um die Ohren geflogen ist. Aber das habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Okay, aber dann ist das auch wieder was relativ Neues, wo wir eigentlich schon wieder bei dem Thema von vorhin sind, dass ich das hätte mitkriegen sollen. Und wenn ich das nicht mal mitkriege, obwohl ich den Peter 2-3 Mal im Jahr auf einer Konferenz treffe. Peter, du machst keinen guten Job. Oder ihr trinkt zu viel Bier, das könnte auch sein. Vielleicht hat Peter einen guten Job gemacht, aber dann, als ihr die 8 Bier bei eurer Panel-Diskussion, dann hat das diese ganzen Erkenntnisse wieder dahin gerafft. Möglicherweise hatte da weniger die Panel-Diskussion als der ganze Rest in der Hotelbar etwas mit zu tun. Ich kann mich an nichts erinnern. Ja, ich verstehe auch wirklich nicht, wie du, also du bist jetzt ja nicht so viel jünger als ich. Ich verstehe nicht, wie du dieses Konferenzpensum auf diese Weise bestreitest. Also, das kriege ich nicht hin. Ich glaube, du schätzt das mit dem Bestreiten falsch ein. Ich merke auch, dass ich nicht mehr der Jüngste auf den Konferenzen bin wie früher, als ich mit 19 auf Konferenzen rumgelaufen bin und alle doppelt so alt waren wie ich. Da war das alles einfacher. Ja, so ändert sich das. Ja, Mensch, da haben wir doch aber aus dem Nichts eine sehr, sehr schöne Folge hier zusammen ersonnen und erzählt. Mit den wenigsten Glücksraddrehern in der Geschichte des Glücksrads, würde ich sagen. Ja, und trotzdem, also ich meine, es ist dennoch, würde ich sagen, die Glücksrad-Folge, die am längsten von allen geworden ist, oder? Es graut mir vor dem Schreiben der Shownotes. Ich habe so viele Links mitnotiert. Ja, sorry, aber danke. Und hier fährt gerade die Feuerwehr vorbei. Ah, nee, jetzt hat sie ihr Martinshorn ausgemacht. Nee, jetzt ist sie da, wo sie hin wollte. Die kommen jetzt und holen dich. Oh nein. Ja, also das Stromausfall ist übrigens behoben auch wieder hier. Es leuchtet alles pink hinterm Chap. Das finde ich ganz aufregend. Ja, genau. Also irgendwann so während der Aufzeichnung ging auf einmal ein pinkes Licht im Hintergrund an. Ja, das Gamer-Light ist wieder da. Du hast es ja gerade so schön gesagt mit dieser schönen Folge. Ich weiß ja nicht, wie aktiv eure Community Feedback gibt. Aber wenn eure Community Feedback gibt, mich würde das ja durchaus interessieren, war das jetzt, ob das eine komplette Zeitverschwendung war, ob dieser Vogel irgendwie nicht hätte da sein sollen, ob die anderen beiden Vögel besser alleine geredet hätten. Wenn ihr da Feedback bekommt, lasst es mich wissen. Nein, also Glücksrad ist, glaube ich, eins unserer, also wir haben ja relativ wenig Formate in dem Sinne, aber ich glaube, Glücksrad ist wirklich so auch eins. Da gibt's viele, die sich immer sehr freuen, weil man halt eben vorher nicht weiß, was du kriegst. Weißt du, du hast halt irgendwie letztendlich den Experten für Domain-Driven Design an. Einen, dann weißt du halt eben, es gibt ein Interview mit dem mehr oder minder. So, oder irgendwie die Expertin für Vue, neues Feature hast du nicht gesehen, dann erzählt die halt. Aber wenn so ein Vogel kommt und halt mal eine frische Perspektive da reinbringt und dabei noch unterhaltsam ist, dann ist das immer ein großer Gewinn. Genau, ich würde sagen, das ist so ein guter Ersatz für die ja mittlerweile nicht mehr weitergeführte Serie hier, TypeScript. Da geht es eigentlich ja dann am Ende auch gar nicht mehr so viel um TypeScript, sondern du und Stefan habt ja dann über Gott und die Welt sinniert und seid hierhin und dorthin abgeschwiffen. Und genau, da war dieses TypeScript im Prinzip ja nur so ein Vorwand, sich zu treffen. Und dann ist halt eben einfach was anderes daraus entstanden. Genau. Genau, aber wir haben ja auch Glücksrad gedreht und haben auch eigentlich 2 gute Themen da rausgefischt, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Genau, also wenn du Bock hast, also Feedback gerne, haut raus. Wir haben sehr viel Schweigefüchse unter unseren Hörerinnen, aber
Genau, wenn ihr da was habt, haut's raus und vielleicht machen wir das einfach nochmal irgendwann, oder? Also, auf jeden Fall. Ich fand's gut. Ja, das war super. Vielleicht reden wir irgendwann auch mal über irgendwas, wovon ich Ahnung habe. Das können wir uns auch mal drüber unterhalten. Genau. So, ja, sag einfach Bescheid, wenn du was hast. Cool. Dann vielen Dank. Vielen Dank auch von mir. Hat Spaß gemacht. Liebe Grüße. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich kann das Fenster nicht öffnen, wo es drin steht. Warte mal, ich kann gucken. Lass mal kurz schauen. Über Signals geht's, glaube ich. Genau, Signals to Reactive Boogaloo. Ah, ja, genau. Ja, wir haben es ja schon gespoilert, dass die Folge schon aufgenommen war. Genau. Wunderbar. Dann schönen Abend euch und an die Hörerinnen und Hörer. Bis nächste Woche. Dankeschön, tschüssi. Ciao.